Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute im Namen der LMU zu dieser Vorlesungsreihe Iconic Turn begrüßen kann. Die Vorlesungsreihe Iconic Turn hat ja im letzten Semester gestartet und mit fulminantem Erfolg. Das hat natürlich viel mit dem Referenten zu tun. Ich erwähne nur die Namen Hans Belting und Norman Foster. Und das Anliegen der Reihe Iconic Turn ist ja, die Welt der Bilder zu verdeutlichen, den Zusammenhang zwischen Bildern und Wissenschaft vor Augen zu führen, beginnend von den Bildern in der Architektur, in der Kunstgeschichte, weiter über die Bilder in der Medizin und zu Fragen der Philosophie. Und wenn man über Bilder spricht, dann sind natürlich Filme ein ganz zentraler Bestandteil von Bildern. Und daher ist es ganz natürlich, dass die Vorlesungsreihe in diesem Semester von einem Filmemacher, von einem Regisseur eröffnet wird. Und ich freue mich deswegen, dass ich Sie, Herr Wenders, und Ihre Frau heute bei uns begrüßen kann. Herzlich willkommen. Herr Wenders hat auch gerade gestanden, dass er einmal an der LMU studiert hat. Damit ist er ein Alumnus und das ist heute ein vielgejagtes Bild an den Universitäten. Alle universitären Fördervereine bemühen sich also um Alumni, um Ehemalige. Seien Sie sicher, dass wir uns bald an Sie wenden werden. Gut, zum Zweiten freue ich mich, dass ich Herrn Dr. Herbes begrüßen darf. Er hat die Moderation und Einführung bei der heutigen Veranstaltung übernommen. Seien auch Sie herzlich willkommen. Die Initiative zu Iconic Turn geht ja von der Rupert-Broder-Stiftung aus und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass auch Sie, Frau Dr. Mahr, heute hier sind. Auch Sie ein herzlicher Willkommensgruß von Seiten der Universität. Natürlich müsste ich eigentlich auch Herrn Dr. Broder in diesem Zusammenhang begrüßen, aber Herrn Dr. Broder begrüße ich natürlich immer als Vorsitzenden unseres Hochschulrats. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Wir ein sehr attraktives Programm haben, was mit der heutigen Veranstaltung startet. Mir bleibt nicht viel anderes, als Ihnen Glück und Erfolg bei dieser Veranstaltungsreihe und beim weiteren Projekt Iconic Turn zu wünschen. Ich denke, wir können uns alle auf einen spannenden und interessanten Abend freuen und dessen Beginn will ich nicht lange hinauszögern. Von daher, Dankeschön. Herzlich willkommen bei City Akademie zum dritten Jahrtausend, die Border Akademie zum dritten Jahrtausend, zu dieser Reihe, Vorlesungsreihe Iconic Turn, die wir zusammen mit dem Humanwissenschaftlichen Zentrum der Ludwig-Maximilians-Universität veranstalten. Sie haben es gehört, mit dem heutigen Abend beginnt ein neuer Zyklus in der Vorlesungsreihe, in deren Mittelpunkt die gewachsene Bedeutung der Bilder steht. Der Zyklus des Wintersemesters, darüber will ich jetzt ein paar Worte sagen. Ich fühle mich immer verantwortlich als Veranstalterin, hier eine kleine Klammer zu liefern für die Vorträge, erweitert das Thema um einige wichtige Facetten. Zum Beispiel, auf welchen neuronalen Prozessen künstlerische Darstellungsprozesse beruhen oder auf welche Weise sich Intelligenz abbilden lässt, darüber wird uns ein Robotikforscher berichten. Oder wie die Bildauffassung der islamischen Kultur, die ja kein menschliches Abbild kennt, sich von der unseren unterscheidet. Eine wichtige Frage, wenn es um die Diskussion kultureller Unterschiede geht. Dies ist nur eine kleine Auswahl aus der Vielzahl möglicher Fragestellungen, die bei der Diskussion um die gewachsene Bedeutung der Bilder eine Rolle spielen. Die aber in die akademische Diskussion bisher nur so gut wie keinen Eingang gefunden. Ich denke, es ist wichtig, dass hier neue interdisziplinäre Denkansätze und neuartige wissenschaftliche Kooperationen zwischen einer Vielzahl
Jahren unterschiedlicher Fächer entstehen. Etliches davon ist bereits im Werden. Man kann das an verschiedenen Instituten in Deutschland sehen. Hoffnungsvolle Ansätze für eine interdisziplinäre Bildwissenschaft gibt es also, und wir hoffen, dass wir mit der Vorlesungsreihe Iconic Turn und den begleitenden Workshops, die ja auch stattfinden und die ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit sind, da sind also 20 Postdocs aus ganz unterschiedlichen Fächern drin, einen solchen Ansatz nachhaltig an der Universität in München etablieren werden. Am Ende des ersten Vorlesungszyklus, im Anschluss an den Vortrag von Friedrich Kittler, hat Hubert Bohler gesagt, wir stehen bei der Frage nach den Bildern da, wo die Kunstgeschichte um 1820 stand, als sie noch ganz am Anfang war und sich das Instrumentarium überhaupt erst erarbeiten musste, mit dem sie dann später die Kunstepoche, den Gotik, Renaissance, Barock und so weiter eingeteilt hat. Die Tatsache, dass wir heute für die Analyse der gewachsenen Bedeutung der Bilder noch kein fertiges Instrumentarium zur Hand haben, ist an sich nichts Negatives. Es gibt uns, so haben wir jedenfalls das Gefühl, die Möglichkeit, innovativ an das Thema heranzugehen. Genau das haben wir versucht. Wir haben beispielhafte Themen aus dem Kosmos möglicher Fragestellungen herausgegriffen, die uns für bestimmte Aspekte des Themas Iconic Turn bedeutsam erschienen und dazu Referenten eingeladen, die diese Aspekte überzeugend vortragen können, weil sie sich nämlich in ihrer eigenen Arbeit intensiv mit solchen Einzelaspekten auseinandergesetzt haben. Ich hoffe, es ist uns gelungen, das Programm so zu gestalten, dass es nicht zu fachspezifisch wird, die einzelnen Vorträge, sondern für ein großes Publikum interessant ist. Wir haben das ja im letzten Semester schon versucht. Und die Vielzahl der Menschen, die hier regelmäßig teilgenommen haben, hat uns eigentlich darin bestärkt, dass uns das ganz gut gelungen ist. Mit dem heutigen Vortrag des Filmemachers Sven Wenders thematisiert die Vorlesungsreihe erstmals das Thema der laufenden Bilder. Die gewachsene Bedeutung der Bilder hat ja ursächlich sehr viel mit technischen Entwicklungen und dem Aufkommen neuer Technologien zu tun. Eine ganz entscheidende Neuentwicklung war die Erfindung des Kinematographen, der im ausgehenden 19. Jahrhundert die Bilder das Laufen lehrte. Es war aber nicht nur Bewegung, die dazu kam, sondern die laufenden Bilder entwickelten dann auch ganz neue Darstellungs- und Erzählformen. Das Kino und in der Folge das Fernsehen haben die Art, wie wir die Welt wahrnehmen und erfahren, vielleicht nachhaltiger verändert als andere Medien vor ihnen. Die laufenden Bilder des Kinofilms und des Fernsehens wurden zu einem Massenmedium, dessen Bilder unabhängig von Sprachdifferenzen in der ganzen Welt verstanden werden. Das Thema des heutigen Abends sind die Kinofilmbilder. Ich möchte, weil ich selber mich auch mal sehr intensiv mit Filmemachen beschäftigt habe, hier auf einen Aspekt hinweisen, der Kinofilmbilder von anderen Filmbildern unterscheidet und der insbesondere in den Kinofilmen von Wim Wenders zu betrachten kommt. Ich meine die Magie, die die Kinofilmbilder auf der Leinwand entfalten. Sie alle kennen dieses Gefühl, Sie sitzen im Kino, es wird dunkel, Sie schauen auf die Leinwand und wenn der Film nicht langweilig ist, dann werden Sie so gefesselt von dem Film, dass Sie vergessen, wer neben Ihnen sitzt. Sie sind vielleicht mit einem Freund gegangen und Sie begreifen erst am Ende des Films, dass da jemand neben Ihnen sitzt, mit dem Sie anderthalb Stunden lang nicht gesprochen haben und den Sie einfach vergessen haben. Was macht diese Magie aus? Was ist es, dass Kinobildern diese Wirkung gibt? Ich denke nicht, dass uns der Vortrag des Filmemachers Wenders heute Abend hierüber schlüssig Auskunft geben wird. Aber vielleicht werden wir danach zumindest etwas besser verstehen, welche Mutationen Bilder im Kopf eines Regisseurs durchlaufen, bevor sie für uns auf der Leinwand erscheinen. Ich freue mich sehr, dass wir für diesen Vortrag Wim Wenders verbinden konnten, denn im Gegensatz zu manchen anderen Filmregisseuren ist er ein wirklicher Bildermacher. Einer, bei dem man immer aufs Neue darüber staunt, welche Bilder er für das Erzählen seiner Geschichten findet. Oder vielleicht finden die Bilder auch ihn.
Der tschechische Dichter Jan Skatzel wusste, dass das Gedicht den Dichter findet, nicht umgekehrt. Vielleicht ist es bei Winnie Bengers ähnlich. Moderiert, Sie haben das schon gehört von Herrn Professor Huber, wird der heutige Abend von dem Fernsehjournalisten Wolfgang Herles. Herr Herles ist sicher einer der profiliertesten deutschen Kulturjournalisten. Er ist Leiter des Kulturmagazins Aspekte im ZDF. Die Liste seiner herausragenden Filmbeiträge ist lang, jetzt mit vielen Preisen ausgezeichnet worden. Man hat daneben, wie die Liste seiner Buchveröffentlichungen zeigt, offenbar auch immer noch Zeit zu Bücherschreiben gefunden, was ich erstaunlich finde. Die Kameras, die Sie im Saal sehen, gehören zum SWR-Team. Der SWR zeichnet den Vortrag für seine Reihe Teleakademie auf und zum Livestreaming-Team des Fraunhofer-Instituts, das den Vortrag live in mehrere andere Universitäten überträgt. Dann vielleicht noch ein Wort zum Musiker. Am Saxophon hören Sie heute Abend Hugo Siegmet. Und im Anschluss an den Vortrag laden wir Sie, das ist ja jetzt schon langsam Tradition geworden, natürlich wieder auf ein Glas in den Lichthof ein. Ich darf Herrn Dr. Herles jetzt bitten, Herrn Lenders einzuführen. Dankeschön. Story von Orten als Autoren. Der Titel dieses Abends, meine Damen und Herren, enthält ja bereits eine Antwort. Die Antwort auf eine der Fragen, die sich jeder stellen muss, der etwas zu erzählen hat. Nicht nur auf der Kinoleinwand, sondern genauso in der Literatur, etwa in einem Roman. Auch Romane erzeugen ihre Bilder, wenn auch nicht auf der Leinwand, sondern eher im Kopf der Leser. Es ist die Frage nach der Energiequelle, die eine Geschichte antreibt, nach dem inneren Uhrwerk, das sie zum Schlagen bringt. Eigentlich, würden Sie vielleicht sagen, eine ganz banale Frage. Denn darüber muss man noch gar nicht reden. Jede Geschichte hat eben einen Anfang und ein Ende. Ist es also nicht die Zeit, die eine Geschichte antreibt? Die Zeit bewegt die Menschen auf der Bühne, auf der Leinwand, zwischen zwei Buchdeckeln. Etwas geschieht im Fluss der Zeit, ob es eine Familiengeschichte ist, die sich über Generationen erstreckt, oder ob es wenige Sekunden sind, Sekunden vielleicht, in denen etwa eine Bombe tickt. Auch die Spannung entwickelt sich ja in der Regel aus dem unerbittlichen Kontinuum der Zeit. Und im übertragenen Sinn aus der Angst des Menschen vor der Endlichkeit ihrer Existenz. Ist das wirklich immer so? Der größte literarische Erfolg dieses Jahres, der Roman Die Korrekturen des Amerikaners Jonathan Franzen, erzählt von einer Familie, zwei Generationen einer Familie, die auseinanderfällt. Und deshalb haben die meisten Kritiker diesen Roman mit Thomas Mann Buddenbrooks verglichen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die Korrekturen von Franzen haben keinen Plot. Tatsächlich 600 Seiten und kein Plot. Geht so. Jonathan Franzen sagt, ich brauche keinen Plot. Anfang und Ende der Geschichte sind die Charaktere. Die Charaktere geben dem Roman die Kraft, das Tempo und die Spannung. Aber was, fragen wir wieder, wären Charaktere ohne ihre eigene, ganz spezifische, lokalisierbare Umgebung, Milieu, in dem sie sich aufhalten, das sie prägt und das sie auch repräsentieren. Denken wir wieder an die Buddenbrooks. Was wäre diese Familiengeschichte ohne das hanseatische Kaufmannsmilieu des alten Lübeck? Oder was wäre der Zauberberg ohne den Schweizer Kurort Davos? Gewiss ist der Zauberberg auch eine Metapher, aber eben eine nicht nur eine Metapher, sondern auch ein ganz spezifischer realer Ort, ein großer Dorf, geschützt und eingeklemmt von Gebirgsmassiven, ein Ort der Illusionen und Träume einer hoffnungslos kranken Gesellschaft in ihrem Sanatorium. Der Zauberberg, so gesehen, mehr ein Ort als eine Geschichte. Und man kann, wenn man an den
Ort der Wurst denkt, Herr Burda tut es vielleicht, auch etwas ganz anderes assoziieren. Das World Economic Forum zum Beispiel, das dort jahrelang stattgefunden hat, die mächtigsten Manager und Politiker zusammengeführt hat. Auch für Sie war dieses Davos ein Ort von Visionen in einer vielleicht kranken, globalisierten Welt. Auf jeden Fall ein Ort einer ganz eigenen Atmosphäre, mit einem ganz eigenen Gesprächsklima, das es so nirgendwo anders gibt, nur in Davos gab. In der Literatur ist es sehr häufig so, dass ein Ort eine Geschichte auslöst und antreibt. Berlin-Alexanderplatz von Berlin, das Wiener Strudelhofstiege von Heinrich von Dorewa, das Danzig der Blechtrommel, Mohnkalk von Max Frisch. Ich habe jetzt nur ein paar Titel aus dem viel diskutierten Kanon von Reich Kranetzky genannt, um Ihnen zu zeigen, wie wichtig der Ort in der Literatur ist. Und das gilt auch für eine Kette von Orten. Was wäre die Odyssee, diesen ältesten Roadmovie der Weltgeschichte, ohne die Küsten des Mittelmeers? Wenn also Orte in der Literatur so wichtig sind, sind sie es dann nicht erst recht in einem Medium, das aus nichts anderem besteht als aus Bildern? Das ist die Frage dieses Abends. Und Wim Wenders wird Ihnen eine überraschende Antwort geben. Er wird Ihnen nämlich gleich sagen, dass Hollywood ein Ort ist, an dem der Ort wenig zählt. Aber jeder weiß natürlich, dass einige der bekanntesten und erfolgreichsten Filme von Wim Wenders den Namen eines Ortes als Titel tragen. Paris, Texas, Der Himmel über Berlin, Lisbon Story. Was Orte für Wim Wenders bedeuten, das wird er uns gleich erklären. Wim Wenders, wie kein zweiter deutscher Regisseur unterwegs. Auch zwischen zwei Orten, Los Angeles und Berlin, hin und her gerissen vielleicht zwischen beiden, auch zwischen europäischer Intellektualität und amerikanischer Professionalität, angezogen und abgestoßen von diesen beiden Orten, die doch auch zwei ganz verschiedene Methoden, Filme zu machen, bedeuten zwei verschiedene Methoden, Orte als Autoren zu begreifen. Nur ganz wenige Daten zur Erinnerung, Wim Wenders wurde 1945 in Düsseldorf geboren, als Sohn eines Arztes und Medizin hat er dann auch zunächst studiert. An der damals neu gegründeten Münchner Hochschule für Fernsehen und Film hat er studiert und ist hier noch heute als Honorarprofessor verbunden. Er wurde mit Preisen überhäuft, ich will sie nicht aufzählen, aber in Cannes, in Venedig, in Berlin, alles, was man dort abholen kann, hat er abgeholt. Erfolgreich als Regisseur, aber auch als Unternehmer, seine Firma ist an der Börse. Ich weiß nicht, wie die Kurse stehen, aber von einer Insolvenz ist ihm nichts zu Ohren gekommen. Ich glaube, das ist schon etwas. Ein großer Bildermacher, auch als Fotograf, ist Wim Wenders immer wieder angezogen von den Orten, die ihm und nun auch uns Geschichten erzählen. Bitte, Wim Wenders. Das neue Bild der Welt aus dem Kosmos der Fragen, wie Christa gesagt hat, habe ich nur einen kleinen Aspekt herausgreifen können. Every picture tells a story, das stimmt ja nicht. Habe ich also gesagt. Von Orten als Autoren wollte ich reden. Die Unterzeile ist mir später eingefallen, die steht nur bei mir nicht da oben, und für unseren digitalen Zeitalter. Ich danke dir, Hubert, Dr. Ma, für die Einladung und die Chance, hier im Zusammenhang der Lecture-Reihe Iconic Turn zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich werde nicht als Theoretiker reden, nicht als Philosoph oder Architekt, um auf einige meiner berühmten Vorredner zurückzuverweisen, sondern eben als Filmregisseur und Fotograf. Wir nicht nur von den Kinobildern reden, Christa. Einen Anfang suchend habe ich schließlich einen gefunden im Neuen Testament, gleichlautend bei Matthäus und Lukas, nämlich
und wer das sucht, der findet. Das so bekannte Zitat bezieht sich zwar da auf die Suche nach Gott, wir haben uns aber daran gewöhnt, ihn zu einem Allerweltsspruch zu machen und leicht spöttisch auf alles Mögliche anzuwenden. Ich möchte ihn wieder gerne ernst nehmen, diesen Satz, in Bezug diesmal auf unser Verhältnis zu Bildern und nicht nur zu Bildern. Wer sucht, wer da sucht, der findet. Wer heute auf der Suche nach Bildern ist, der findet sie in der Tat. Mit einem Überfluss, aber über dieses ständige, zumeist unfreiwillige Vorfinden von Bildern haben schon andere viel Kluges gesagt. Ich möchte als einer reden, der selbst auf eigener Suche nach Bildern ist. Filmemacher und Fotografen finden gelegentlich, was sie suchen. Genau genommen suchen wir aber auch oft nur das, was wir finden wollten. Wir sind zumeist nur offen für das, wofür wir eben offen sind. Ich kenne das am besten von meiner Tätigkeit als Dokumentarfilmer. Was ich da meist für die Kamera bekomme, war das, was ich insgeheim auch sehen wollte. Der, der auszieht, das Fürchten zu lernen, hat wenig Chancen dabei, das Tanzen beigebracht zu kriegen. In Louis Malles schönem Film Atlantic City sagt Burt Lancaster den herrlichen Satz: We only do business with people we do business with. Das trifft vor allem auf das Business des Bildermachens zu. Wir sind von unseren Wünschen mehr vordisponiert, als wir wahrnehmen wollen. Wer sucht, erliegt auch schnell der Sucht nach dem Finden. Im Deutschen liegt so mancher Tatbestand schon in der Sprache selbst ganz offen vor uns. Das mit dem Sucht. Unsere Bildersucht ist erheblich gestiegen in diesem letzten Jahrhundert. Wenn aber die Hochzeit des Bildes, des Icons, überhaupt erst noch vor uns liegt, nach diesem Iconic Turn, wohin soll das dann noch führen? Sehen wir uns doch noch einmal die Verweildauer des Bildermachers an. Wie lange hat einer gebraucht, um vor Ort eine Zeichnung anzufertigen, nach der er dann später einen Kupferstich für ein Reisebuch angefertigt hat? Wie lange haben die ersten reisenden Fotografen dann gebraucht, um ihre schweren Kameras aufzubauen, das Tuch über den Kopf zu ziehen und ihre Platte zu belichten? Wie schnell ging das schon mit den Kleinbildkameras? Und dann wurden die Apparate auch noch alle automatisch. Und jetzt? Ich möchte behaupten, dass wir die Verweildauer inzwischen umkehren und die Zeit sozusagen negativ besetzen können. Auf dem digitalen Apparat kann ich entweder sogleich mit dem Schießen des Bildes oder am Abend danach die Datei löschen und das Bild ungeschehen machen. Der Akt des Fotografierens hat dann gar nicht stattgefunden. Deleted. Wir waren gar nicht da, wir haben nichts gesehen. Unser Suchen, unser B-Suchen, findet immer weniger statt. Peter Handke hat den Satz von Cézanne zitiert, nachdem die Dinge verschwinden, man muss sich beeilen, wenn man noch etwas sehen will. Ist das Fotografieren eine mögliche Antwort darauf? Gar das Filmen? Die Malerei, seit Cézanne, war sicher eine fortwährende Antwort auf das Verschwinden der Dinge. Und die Fotografie und dann das Kino konnte man als Erfindung zur Rettung der physischen Erscheinung der Dinge deuten, wie das Béla Balázs getan hat. Gleichzeitig muss man sagen, haben beide, Fotografie und Kino, erheblich zum Verschwinden beigetragen. Wann ist denn etwas sichtbar? Doch nur dann, wenn dabei etwas, herrliche deutsche Sprache, wahrgenommen wird. Den Begriff der Wahrheit kann man da offensichtlich nicht ganz aus den Augen lassen. So wie Schönheit bekanntlich in the eye of the beholder
Innermessen des Schauens liegt. Wenn die Dinge verschwinden und man sich beeilen muss, um sie noch zu sehen, liegt ja in dieser Aussage schon der Verweis auf den Sehenden, der sich gefälligst beeilen soll. Will denn der überhaupt noch sehen? Kann er noch sehen? Wenn entweder das Ding beliebig geworden ist oder der Blick des Sehenden, wenn in dieser Beziehung also irgendwo nicht mehr die Ruhe einer Einheit zwischen Schauendem und Geschautem herrscht, sondern Gehetztheit und Austauschbarkeit einzuhalten, dann beginnt jeweils Cézanne recht zu haben. Dann gibt es die Dinge nicht mehr. Und wenn Sie spitzfindig sein wollen, auch den Betrachtenden nicht, zumindest nicht mehr als einen, der die Dinge eben wahrnimmt. In unserer heutigen Kultur wird ja nicht mehr so viel gesehen, sondern immer mehr bewertet, verwertet, begutachtet, beurteilt, abgetan, im besten Falle für interessant gefunden oder mutiert. Im Konsumzeitalter ist das Sehen aus der Mode gekommen. Das ist nämlich erstmal meinungslos und nicht bewertend. Aber bevor ich mir jetzt hier noch Kopf und Kragen rede, zeige ich Ihnen erstmal einen Film. Deswegen bin ich ja da. Komm nicht, halt! Halt! Stopp! Komm. Der Film ist 1990 gedreht, als das 21. Jahrhundert noch in weiter Ferne schien, aber doch schon so nah war. Bis ans Ende der Welt war ein Science-Fiction-Film über die Zukunft der Bilder, den inzwischen die Zeit eingeholt hat. Sowas sollte man nicht machen. Ich gebe jedem Filmemacher, der einen Stoff hat, der in der Zukunft spielt, den guten Rat, einen Zeitpunkt zu wählen, der ihn zu seiner Lebzeit nicht einholen kann. Ich wusste das damals noch nicht und habe also 1990 einen Film gedreht, der um die Jahrtausendwende spielte und im Jahr 2002 aufhören sollte, also jetzt. Der Ausschnitt hier ist aus meinem Director's Cut, also ausführlicher als die damalige Kinoversion. Jetzt aber.
Immer wieder unterbrach der Computer seine Traumsimulation und zeigte nach kurzer Rechenpause andere Bilder. Erst nach einer Weile wusste Henry das Phänomen zu deuten. Der Computer registrierte neben den reinen Bildinformationen auch noch andere Informationen aus dem Gehirn. Und wenn diese Störsender überhand nahmen, schaltete er um und widmete sich diesen stärkeren Gehirnströmen. Der Computer interpretierte, laut Henry, die Emotionen der Träumenden und entwarf in seiner Simulation eine Art Porträt von ihnen. In diesem Fall das Selbstbildnis von Sam, der Angst hatte. Oder nicht? Komm schon, juckt es dich denn nicht, etwas über deine Träume zu erfahren? Aber natürlich. Ich habe da noch kein klares Bild. Komm, der Computer lernt noch. Die Sorge ist unnötig. Nicht mehr lange und die Bilder sind klar wie Kristall. Keine Sorge, das geht schnell. Eigentlich mag ich meine Träume gar nicht. Es sind meist Albträume. Du musst das sehen wie eine Reise zu einem anderen Planeten, Bruder. Als wärst du die erste Frau auf der Venus. Auf der Venus? Was? Ja. Willst du mir doch nicht weismachen, dass dich deine eigenen Träume nicht interessieren? Komm schon. Und dann ist Schluss. Dann mal alles Schluss. Schluss. Nehmen Sie. Nicht Schluss. Also gut, dann, ja, dann ist Schluss. Das ist klar. Tust du es? Einmal. Ach, toll. Du tust es. Du tust es. Aber sie traut und sie nicht. Sie tut es. Also, nein. Wie hätte Claire sich Henry Farmers bitte entziehen können, ihre Träume aufzeichnen zu dürfen? Aufgrund der erfolgreichen Übertragung ihrer Aufnahme an Edith war sie die ideale Testperson. Für den Computer war sie ein offenes Buch. Er wusste ihre Gehirnströme besser zu entziffern als die jedes anderen Kandidaten. Wie sind die Werte? Sieht alles gut aus. Keine Gefahr von Overlord. Er hat auch schon ahnen können, wie wenig Abwehrkräfte Claire gegen die Versuchung hatte, die sich ihr nun auftat. In den folgenden Wochen herrschte im Laboratorium eine hektische Aktivität. Der Computer verarbeitete ständig gigantische Mengen von Informationen. Während eine von ihnen schlief, hockten die anderen vor den Apparaten, warteten und starrten auf die Monitore, gierig auf den nächsten Traum. Thank you.
Architekten nur noch, um ihre Träume anzuschauen. Und selbst wenn sie schliefen, träumten sie von ihren Träumen. Ich konnte nur tatenlos zuschauen. Gemeinsam waren sie auf den Eiern der Träume angelangt. Und doch waren sie Weltmeere auseinander und ertranken in ihrer mächtigen Bäderflut. Sie begannen sich zu vernachlässigen und sich von ihnen zu entfernen. Die Schatten und Schimmel, die normalerweise mit dem ersten Augenlauf schon am Morgen weggewischt wurden, wuchsen nun in ihnen wie giftige Embryos. Sie hatten Monster in sich erschaffen, die sie weder dulden noch missen konnten. Jedes Mal, wenn ich an dieser Stelle des Traumes komme, zerfließt das Bild. Wenn ich den Traum wiederhole, wird es wieder nicht klarer. Na, ich kann ja auch in eine ganz andere Richtung steuern. Beginning stream.
Eine gewisse Grenze soll man nie überschreiten. Und wir sind schon lange auf der anderen Seite. Sie alle wieder ausschwitzen, hinausschreien, alle diese falschen narzisstischen
Sie war in einen tiefen Brunnen gefallen und musste aus eigener Kraft wieder zum Licht hinaufklettern. Vorlage von der Apokalypse der Bilder und der Krankheit der Bilder im Folgenden jetzt nicht aufgreife und damit losstürme. Nicht, dass ich Angst hätte, ein Eigentor zu schießen, das ist ohnehin ein Berufsrisiko für Filmregisseure. Ich möchte Ihr Augenmerk vielmehr auf etwas anderes richten, und zwar erst im Nachhinein. Ich weiß, das ist ziemlich hinterhältig. Ich hätte das vorher ankündigen sollen, aber das wäre irgendwie kontraproduktiv gewesen. Ich will Sie auffordern, in dem gerade Gesehenen nicht mehr die Geschichte ernst zu nehmen, sondern das zu beachten im Nachhinein, was Sie nur ganz beiläufig gesehen haben, die Orte nämlich. Von denen möchte ich nämlich heute reden, von Orten. Nicht unbedingt von denen da im Norden Australiens, aber von denen auch. Von Orten im Allgemeinen. Zuerst möchte ich Sie aber noch was anderes fragen. Was meinen Sie, treibt einen Film? Ich rede nicht von der finanziellen Investition, Herr Dr. Robach. Auch nicht von der Aussicht auf Erfolg oder Profit, womit eine gewisse Art von Film schon aus unseren Überlegungen herausfällt. Ich meine vielmehr, was ist die treibende Kraft in einem Film, sein Motor, seine Seele, was hält ihn am Laufen, was gibt ihm die Kraft, sowohl das Geld anzuziehen, was zu seiner Herstellung nötig ist, als auch den Regisseur, die Schauspieler und all die anderen, die daran mitarbeiten, zu motivieren, ihre Zeit da hineinzustecken. Im zeitgenössischen Kino, das werden Sie sich selbst gerade denken, kommt diese Kraft immer ausschließlicher aus der Geschichte. Eine Menge Energie geht da rein,
Drehbuchautoren, Regisseure, Produzenten investieren mitunter Jahre in die Entwicklung einer Story. Schauspieler, vor allem Stars, binden sich an ein Projekt und oft genug kann es dadurch erst finanziert werden, weil sie an seine Geschichte glauben, an das kommerzielle Potenzial der Good Story oder besser noch The Great Story. Die Story ist die Hauptfigur der meisten zeitgenössischen Filme und als solche hat sie ihre Prioritäten. Die vor allem anderen rangieren oft genug auch vor der Besetzung. Die menschlichen Helden spielen dann oft nur noch die Nebenrolle neben dem Plot in der Hauptrolle. Die Schauspieler sind austauschbar, die Regisseure natürlich auch, alle anderen ohnehin, außer der Geschichte. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Ich liebe Geschichten. So sehr, dass ich sagen kann, das ist mein Beruf, sie zu erzählen. Mir läge hier deswegen nichts dran, Geschichten mies zu machen. Aber ich möchte trotzdem Ihr Primat in Frage stellen und Ihre heutige Tendenz, alles andere neben sich zur Seite zu schieben und sich selbst in den absoluten Mittelpunkt zu stellen. Andererseits können nämlich Geschichten sich auch in den Dienst einer anderen Kraft stellen, die in der Lage ist, einen Film zu gestalten. Eine Kraft, eine Macht, die ebenso als Ausgangspunkt eines Films gesehen werden kann und die den Wunsch, ihn überhaupt erst zu machen, genauso gut auslösen kann. Ich möchte Ihnen diese Option gerne näher bringen, zumal sie im Machtkampf um die Gunst des Kinos heutzutage die wesentlich unbedeutendere Rolle spielt als Geschichten. Zu Unrecht, wie ich finde. Es ist etwas, was wir für so selbstverständlich halten, weil es einfach immer da ist, dass niemand groß darüber nachdenkt. Es ist etwas ohne Interessenvertretung, kann deswegen gnadenlos ausgebeutet werden. Weil ich es ja eben schon angedeutet habe, möchte ich auch kein Geheimnis weiter daraus machen. Ich rede eben von Orten, Places, Schauplätze, wenn Sie so wollen. Wieder so ein einzigartig genaues deutsches Wort, Schauplätze. Plätze, die sich zur Schau stellen. So unabdingbar sie im Showbusiness auch sind, so unterbewertet sind sie zurzeit auch. Ich möchte im Folgenden alle Lanze brechen für diese Orte und über den Ortssinn sprechen als eine verloren gehende Fähigkeit, einen unserer Sinne eben, nämlich auf Orte achten zu können. Auch ein gutes Wort, etwas beachten, um davor Achtung haben zu können. Im Sprachgebrauch der Fotografen und Kameraleute kommen Orte meistens neudeutsch vor als Locations. Hintergrund oder Motiv. Zuständig dafür ist meistens der Location Manager. Nur hat der nichts damit am Hut, dem Ort irgendwie dienlich zu sein. Im Gegenteil. Er soll den Ort für den Film oder den Fotoshoot dienlich machen und dafür sorgen, dass man gut parken kann, dass die Klos und die Cateringwägen ordentlich stehen und nicht schief. Jetzt, wenn der Shoot anfängt, ist der Ort das passivste Element der ganzen Filmarbeit, eben die Kulisse. Ich bin völlig gegen diese Sicht. Ich halte sie für grundfalsch und würde den Schauplätzen hier gerne einen würdigeren Platz geben. Lassen Sie mich ein wenig ausholen und erklären, wo ich mit meinen Argumenten herkomme, beziehungsweise wo ich hin will. Ich bin sicher, dass der eine oder andere von Ihnen dabei ähnliche Gefühle oder Antriebe wiedererkennt. Ich reise eine Menge. Das hat die Christa schon gesagt. So viel, dass ich manchmal denke, dass dies mein eigentlicher Beruf ist, Reisender. Ich komme oft an Orte, wo ich vorher nie war
oder an Orte, die ich lange Zeit nicht wiedergesehen habe. Ich gehe da viel herum. Ich sehe Städte, Straßen, Häuser, ich sehe Menschen zur Arbeit gehen, Kinder von der Schule kommen oder spielen, Wohnblöcke, beleuchtete Fenster, dahinter bewegen sich Schatten oder es leuchtet blau von den Fernsehern. Vielleicht lehnt auch eine Frau aus einem Fenster und ruft einen Kindernamen und eine Stimme unten antwortet irgendwo, ich komme. Ich kann da nicht umhin, sofort alles wissen zu wollen, was man über diesen Ort überhaupt nur wissen kann. Wie es ist, hier zu leben, wie die Jahreszeiten vorbeigehen, was die Menschen hier Tag aus, Tag ein tun, welchen Vergnügungen sie nachgehen, worüber sie sich Sorgen machen. Oder ich komme irgendwo hin, wo niemand lebt, zum Beispiel in eine Wüstenlandschaft. Ich stelle mir die Nomaden vor, die hier durchgezogen sind oder auch noch durchziehen. Oder den Entdecker, der hier zum ersten Mal, wann auch immer, seine Augen auf diese Berge geworfen hat, diese Hochebene, diese Felsformation, diesen See und der dann die erste Karte dieses Ortes gezeichnet hat. Sie sehen schon, Orte haben eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf mich. Sie sind eine nicht enden wollende Quelle von Eingebungen, nämlich von Geschichten. Ich habe ungefähr 8 Jahre in Amerika gelebt, von den späten 70ern bis in die Mitte der 80er Jahre in San Francisco, Los Angeles und New York. Dann bin ich wieder zurück nach Europa gezogen, wie man das nämlich von Amerika aus unwillkürlich so gesehen und gesagt hat. Ich habe mir ein Land ausgesucht, Deutschland, nach einigem Zögern, und dann eine Stadt, die allerdings ohne zu zögern, Berlin. Da hatte ich vorher noch nie gelebt. Wochenlang bin ich herumgezogen, monatelang, und habe Häuser, Straßen und Plätze angestarrt. Meiner eigenen Sprache, den Deutschen, habe ich mit offenem Mund zugehört, als ob ich sie nie vorher gehört hätte. Ich habe mein Heimatland wieder entdeckt und wollte so viel wie möglich von diesen Menschen erfahren, von ihrer Vergangenheit, ihrer Zukunft, ihren geheimsten Gedanken. Es war die Stadt selbst, die mir die Lust dazu gab, die mich anfachte und vorwärts trieb. Ich wollte die Geschichte dieser Stadt erzählen, wenn das irgend möglich war. Es war damals noch eine geteilte Stadt. 2 verschiedene Völker lebten hier, obwohl sie scheinbar dieselbe Sprache sprachen. Der Himmel war das Einzige, was diese Stadt damals verband. So nannte ich mein Projekt Der Himmel über Berlin. Ich hatte keinerlei Geschichte für den Film, nicht mal einen Anflug davon. Ich hatte nicht einmal Figuren. Außer dem Wunsch, tief in diesen Ort hineinzudringen, gab es nichts. Natürlich habe ich nach Figuren Ausschau gehalten. Mir schwebten solche vor, die viel herumkämen, sodass sie wiederum viele andere Menschen treffen würden. Ich dachte daran, einen Postboten zum Helden des Films zu machen oder einen Taxifahrer, Feuerwehrmänner. Ich dachte an Ärzte oder Versicherungsvertreter. Ich dachte an einen, der aus der Fremde zurückkäme und mich dafür als Instrument bräuchte. Oh, da bin ich durchgegangen. Ich dachte an einen, der aus der Fremde zurückkäme, habe ich schlecht gescrollt. Ich dachte an einen, der aus der Fremde zurückkäme und sich in der Stadt verlieren würde, so wie ich selbst. Aber keiner dieser möglichen Hauptrollen erfüllte nur ansatzweise meinen Wunsch, diese Stadt aufzudecken. Ich war von meiner Mission immer besessener und überzeugt davon, dass Berlin sich in einen Film hineinerzählen wollte und mich dafür als Instrument brauchte. Ich war mehr als willens, dieses Werkzeug zu sein. Wie ich so herumlief und die Häuser anstarrte, fiel mir vieles auf, worauf ich nie geachtet hatte. Säulen, Bögen, Skulpturen, alle möglichen dekorativen Elemente, worunter eines in seiner Häufigkeit einfach in die Augen stach. Es gab in dieser Stadt wirklich jede Menge von Engelsfiguren.
nicht nur auf den Friedhöfen, die waren davon ohnehin bevölkert, auch auf öffentlichen Plätzen. Straßennamen und Inschriften deuteten darauf hin, Engelshof, Engelsgasse, Engelsbecken, sogar den Engels gab es damals noch. Nach und nach drängte die Stadt mir diese ihre Lieblingsfiguren immer mehr auf. Engel. Zuerst habe ich es nicht wahrhaben wollen. Es sah mir einfach gar nicht ähnlich. Mein Interesse an Engeln war limitiert. Sie hatten meine Kindheitsfantasien beflügelt, was ja bei einem katholisch erzogenen Jungen nicht wundert. Aber das war nun herzlich lange her. Auf jeden Fall blieb diese merkwürdige Eintragung in meinem Notizbuch einfach hartnäckig so stehen. Die Stadt aus der Sicht von Engeln erzählen. Andere Notizen erledigten sich von selbst oder wurden durchgestrichen. Diese hier blieb, bis ich mein Schicksal akzeptierte. Die Stadt selbst hatte mir ihre Hauptfiguren aufgezwungen. Ich war sicher, dass sie sich auch um die Geschichte kümmern würde. Ich habe den Film dann ohne Drehbuch angefangen. Stattdessen hingen auf einer großen Pinnwand in meinem Büro unzählige Bilder von Orten in der Stadt, von denen ich wollte, dass sie vorkämen. Und von Menschen, die ich von meinen Engeln besuchen lassen wollte. Jedes Bild kam mit seinen eigenen Vorschlägen für Szenen oder Geschichten. Die Möglichkeiten waren endlos. Diese Engel konnten ja auftauchen, wo sie wollten. Und in ihrer Wahrnehmung konnte überhaupt alles aufgedeckt werden, was man sich nur vorstellen konnte. Nicht nur, dass sie unsichtbar waren, sie würden sogar die heimlichsten Gedanken der Menschen hören können. Eigentlich hat das jetzt nichts mit unserem Thema zu tun, aber ich kann es mir nicht verkneifen, von einer Begebenheit aus der Vorbereitungszeit des Films zu erzählen. Ich hatte nichts unversucht lassen wollen, die Dreharbeiten auch auf den Ostteil der Stadt auszuweiten, was für einen Westregisseur wie mich ja nicht so einfach war. Trotzdem, ich fuhr zum DDR-Filmministerium und traf den Filmminister. Der hatte mich im Jahr vorher ausdrücklich eingeladen, als Paris, Texas dort im Kino herausgekommen war, mich einmal bei ihm zu melden, er wolle mir Türen und Tore öffnen, um in der DDR drehen zu können. Und genau mit diesem Ansinnen saß ich dann vor ihm. Ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, dass meine Engel sich oben auf dem Brandenburger Tor aufhalten sollten. Das war unmittelbarer Grenzbereich, wenn Sie sich erinnern. Die Mauer ging ja in einem Halbbogen um das Tor herum. Jedenfalls saß ich in dem großen Büro des Ministers, der mich erwartungsvoll anschaute, um zu erfahren, was mich denn zu ihm gebracht hätte. Nein, ein Drehbuch hätte ich nicht, musste ich gleich eingangs zugeben. Das war ihm schon mal suspekt, wie unschwer zu erkennen war. Wo kein Drehbuch war, konnte man weder verbieten noch genehmigen. Was für eine Geschichte ich denn so ohne Drehbuch erzählen wollte. Ich wolle Berlin erzählen, begann ich zu erklären. Ein Dokumentarfilm. Nein, ich habe auch Figuren. Was für welche? Schutzengel, sagte ich. Mein Film handelt von Engeln, die in unserer Stadt leben. Da hat er mich ungläubig angeschaut. Schutzengel, ich sah geradezu, wie es in seinem Hirn arbeitete. Und zwar folgerichtig. Sind die unsichtbar? Ich bejahte mit einem Nicken, da gluckste er auch schon vor Lachen auf. Wenn die unsichtbar sind, können sie sich auch überall rumtreiben. Genau, musste ich anerkennen zugeben. Da prustete er wirklich vor Lachen. Dann können die auch durch Wände und Mauern gehen. Ich nickte wieder. Dann können sie auch durch die Mauer gehen. Und bevor ich etwas sagen konnte, brach er in so schallendes Gelächter aus, dass er rot anlief und ich Sorge hatte, er würde vor mir ersticken. So gut hat der Mann in seiner Amtszeit nie wieder gelacht. Als er sich dann beruhigt hatte, kam er schnell auf den amtlichen Punkt der Angelegenheit.
völlig ausgeschlossen, dass sie irgendwo im Bereich der Mauer drehen. Beim Brandenburger Tor warf ich schnell noch ein, da schon gar nicht. Sie werden überhaupt nirgendwo in Ost-Berlin drehen mit ihren unsichtbaren Engeln. Die kommen mir nicht über die Grenze. Das war es dann. Wir haben den ganzen Film unter dem halben Himmel von Berlin gedreht. Die paar Fahrten durch Ost-Berliner Straßen sind heimlich hergestellt worden. Der Film unter dem Sitz eines alten VWs herübergeschmuggelt. Staatsgefährdend waren unsere Engel in jedem Fall, aus der Sicht der DDR zumindest. Die Stadt hatte mir recht subversive Helden empfohlen, mit denen wirklich nichts unmöglich war. Genau genommen hatte Berlin mir die bestmöglichen Fremdenführer, Pfadfinder, Mittler, Boten, wie immer sie es nennen wollen, an die Hand gegeben, um auf dieser Entdeckungsreise in sein Herz den Weg nicht zu verlieren. Sie müssen sich diesen Prozess, einen Film ohne Drehbuch zu drehen, so ähnlich vorstellen, wie man zum Beispiel ein Gedicht schreibt. Da weiß man auch nie vorher, was die nächste Zeile bringen wird. Und genauso erging es mir mit jedem neuen Drehtag. Aber trotzdem drehten wir nicht ohne Netz und doppelten Boden. Die Stadt hielt uns. Jeder der Schauplätze auf meiner Pinnwand trug seinen Teil dazu bei. Heute ist der Film eine Art historisches Dokument von einem Ort, der verschwunden ist, den es nicht mehr gibt. Eine neue Stadt breitet sich jetzt unter einem Himmel aus. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Dokumentarfilm diesem Berlin der 80er Jahre hätte gerechter werden können als unser Filmgedicht, das zwar randvoll mit Geschichten war, aber doch ohne eine solche gedreht. Nicht ohne gewisse Ironie kann ich deswegen nur über das Remake reden, was, wie Sie wahrscheinlich wissen, 10 Jahre später in Hollywood gedreht worden ist. Im sprichwörtlichen Los Angeles. Der eine oder andere wird statt der Engel gesehen haben. Was sage ich, der eine oder andere? Der Film wurde von ungefähr 10-mal mehr Menschen gesehen als das Original. Und das ist auch um die Welt gegangen. Ich habe dem Verkauf dieser Remake-Rechte zugestimmt. Vor allem, weil ich dachte, schon komisch, dass die Rechte an der Geschichte eines Films erwerben wollen, der ohne eine solche gemacht worden ist. Den Deal muss man annehmen. Das Rezept zu so einem Film findet ohnehin niemand mehr, womit ich nicht Unrecht hatte. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ich will das Remake hier nicht desavouieren. Aber wenn Sie glauben, Sie würden irgendetwas über die Stadt Los Angeles aus dem Film Stadt der Engel erfahren, dann haben Sie sich geschnitten. Rein gar nichts wissen Sie hinterher von Los Angeles. Warum? Weil die treibende Kraft hinter diesem amerikanischen Film seine Story war, nicht mehr der Ort. Der Film wurde einzig und allein von seiner Geschichte transportiert und die zog plötzlich nur so durch. Auch die Schauspieler waren zweifellos gut, aber der Film war bar jedes Ortssinns. Er brauchte ihn auch nicht. Es gab auch gar keinen Raum dafür. So ein Sinn für einen Ort muss sich nämlich ausbreiten können. Und Geschichten räumen diesen Platz nur ungern ein. Auch ein gutes Wort, einräumen. Stories wollen allen Raum für sich selbst. Der Ort, der nicht bloß Hintergrund bleiben will, der ist schon Konkurrent. Ich will Stadt der Engel nicht schlecht machen. Im Gegenteil, so wie jeder Großvater bin ich auf dieses Enkelkind irgendwo auch stolz. Aber es ist einfach ein einzigartiges Beispiel, um zwei völlig verschiedene Herangehensweisen geradezu exemplarisch statuiert zu sehen. Hier erzählt sich ein Ort und dort erzählt sich die Story. In amerikanischen Filmen sind Orte nämlich meistens austauschbar. Zu viel Lokalkolorit stört nur die Handlung.
die überall und nirgends spielen können soll. Städte und Landschaften sind nicht mehr die Helden, wie das zum Beispiel das Monument Valley noch in John Fords Filmen sein durfte. Natürlich gibt es ein paar rühmliche Ausnahmen von der Regel, aber was sind schon Regeln ohne Ausnahmen? In meinen Orten, in meinen Augen ist dieser Ortsverlust eine verlorengehende Qualität im Kino. Es geht damit einher ein Wirklichkeitsverlust und ein Identitätsschwund. Aber davon später mehr. Vielleicht ist es nämlich auch eher eine europäische Auszeichnung, Ortssinn zu haben. Hier in Europa gibt es Grenzen, Sprachen, nationale Identitäten. Traditionell haben europäische Filme deswegen oft eine starke lokale Einfärbung, sind geprägt von einem Landstrich, dem örtlichen Akzent, sind ortsansässig oder spezifisch, um einmal das allgemeinste Wort dafür zu finden. Wenig amerikanische Filme haben solch einen Hang zum Spezifischen. Im Gegenteil, sie meiden es meist wie die Pest, irgendwie lokal eingefärbt zu sein, als ob zu viel Realität nur im Wege stünde und die Wahrheit eines bestimmten Ortes der Wahrheit der Geschichte gefährlich werden könnte. Einer Geschichte nämlich, die sich an das größtmögliche Publikum wenden will, an das Globale. Der Erfolg gibt Hollywood einfach brutal recht. Realität und Lokalkolorit können nicht nur den Stories schaden, sondern vor allem auch dem Boxoffice. Der geradezu notwendige nächste Schritt ist auch schon längst gemacht worden, Orte ganz einfach ganz zu verbannen. Viele Filme werden zu einem großen Teil nur noch im völligen Niemandsland gedreht, vor dem Bluescreen. Special Effects kann man nicht gut an wirklichen Schauplätzen drehen. Womit nun auch selbst die erste Geige der Story in Frage gestellt wird. In dem Maße nämlich, in dem sich zunehmend die Spezialeffekte ins Rampenlicht drängen, als neue Helden und Motoren von Filmen, werden Geschichten immer mehr ausgehöhlt und handeln schließlich von nichts mehr, sind die Steigbügelhalter der Effekte geworden, die Lückenfüller zwischen den Aktionen. Da wird nun auch gar kein Anspruch mehr gestellt an irgendwelche Glaubwürdigkeit. Mit dem Verlust des Ortes hat eine Beliebigkeit eingesetzt, der nun auf einmal auch die Geschichten nicht mehr standhalten können. So sehr ich hier nicht kritisieren, sondern lediglich konstatieren will, so wenig kann ich mich dabei einer Parteilichkeit enthalten. Sie haben es ja schon gemerkt. Ich halte hier ein Plädoyer für Orte, die als solche weder gewerkschaftlich organisiert sind, noch Agenten, eine Lobby oder Anwälte haben. Ich verteidige hier das Gefühl für Ortssinn. Als Sam Shepard und ich uns zusammengesetzt haben, um gemeinsam ein Drehbuch zu schreiben, 1982, da haben wir uns erstmal gegenseitig jede Menge Geschichten erzählt. Wir wollten sozusagen herausfinden, ob und wo wir ein gemeinsames Territorium hätten, einen gemeinsamen Boden, um darauf aufzubauen. Bis uns dann schließlich klar wurde, dass wir uns jahrelang weiter Geschichten erzählen könnten, davon gab es zu viele, das war endlos. Wir entdeckten unser gemeinsames Feld vielmehr in einer Landschaft, dem amerikanischen Westen. Genauer gesagt in seinen Wüsten,
der mexikanischen Grenze, den kleinen verlorenen Ortschaften in der endlosen Weite, in the middle of nowhere. Wir mussten uns nicht groß gegenseitig überzeugen, dass der Film dort anfangen sollte. Wir wussten sofort, das war richtig, ohne jeden Zweifel. Und als der Film so seinen Ausgangsort gefunden hatte, stellte sich auch unmittelbar darauf, fast gleichzeitig, unser Hauptdarsteller ein, als ob die texanische Wüste ihn uns im Gegenzug übergeben hätte. Ein Mann ohne Gedächtnis, der die Verbindung zu seiner Vergangenheit suchte. Monatelang bin ich dann durch Texas, Arizona und New Mexico gefahren, bis ich so ungefähr jeden Highway kannte. Zumindest kam es mir so vor. Ich kannte einfach jedes Kaff. Sam und ich brauchten bei unserem nächsten Zusammentreffen nur den Namen eines Ortes zu beschwören und schon schrieb sich die Szene wie von selbst. Die Reiseroute wurde zum roten Faden unserer Geschichte. Selbst der Titel des Films kam von der Landkarte, wobei Paris, Texas weniger eine Ortsbezeichnung war, denn eine Metapher für die zerrissene Biografie unseres Helden. Sam und ich, wir schrieben allerdings nie ein komplettes Drehbuch. Wir schrieben ein halbes Buch. Unsere Absicht war es, damit zu drehen anzufangen und wenn wir bei der Hälfte angekommen wären, würden wir unsere Geschichte so gut kennen, dass wir dann umso besser wüssten, welche zweite Hälfte und vor allem welches Ende aus der Wahrheit der Figuren selber herauskäme. Wie man einen Film zu einem Schluss bringt, das ist ja jedes Mal das Schwerste. Oft genug passiert das auch keineswegs organisch, sondern wirkt aufgepfropft, weil man ja meistens das Drehbuch lange vorher schreibt, bevor man den Charakteren und den Orten seiner Geschichte wirklich begegnet und bevor die seine Chance haben, zu leben anzufangen. Sam würde also bei diesen Dreharbeiten an meiner Seite sein, mit uns reden, mit uns reisen, alles miterleben und vor allem, wie die Schauspieler in die Rollen hineinwüchsen und könnte so die fehlende zweite Hälfte unseres Buches mühelos nach und nach zu Ende schreiben. Ein großartiger Plan. Nur erstens kam es anders und zweitens, als wir dachten. Wir mussten unseren Drehbeginn zweimal verschieben, hauptsächlich weil damals der Dollarkurs durch die Decke ging und wir innerhalb weniger Wochen ein Viertel unseres Budgets verloren. Aber auch, weil es schwieriger war, als wir dachten, eine europäische Koproduktion in den USA durchzuziehen. Jedenfalls war an unserem ersten Drehtag in der glühenden Hölle des Big Bends im Westen von Texas kein Drehbuchautor dabei. Im Gegenteil, Sam Shepard drehte zur selben Zeit im kühlen Norden der USA einen Film namens Country, als Schauspieler und dann zunehmend auch als Script-Doktor. Ich fing jedenfalls meinen Film mit einem halben Drehbuch an. Und es kam unweigerlich so, wie es kommen musste. Auf halber Strecke gingen mir die Szenen aus. Keine Zeile Dialog mehr. Keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Wir hörten auf zu drehen. Das Team fuhr für 2 Wochen in die Ferien. Ja, das war in der Zeit vor dem Faxgerät. Von E-Mails ganz zu schweigen. Weiß hier im Publikum noch jemand, wie das Leben damals überhaupt funktionieren konnte? Was haben wir alle gemacht? Wie haben wir das überlebt? Es gab einen Apparat namens Telex, eine Höllenmaschine. Unsagbarer Qualen stand man daran aus. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, es rieselt mir jetzt noch kalt den Rücken runter. Auf jeden Fall hatte ich meinem Autor aber auch nicht mal etwas zu telegrafieren. In tiefer Verzweiflung brütete ich über der fehlenden Hälfte des Drehbuchs. Wie sollte ich diese Geschichte je zu Ende erzählen?
Ich will jetzt hier nicht testen, ob irgendjemand von Ihnen den Film tatsächlich gesehen hat oder sich gar noch erinnert, wer ging. Deshalb als kurze Erklärung, ein Mann, der sein Gedächtnis zu verloren haben scheint, findet seinen kleinen Sohn wieder in Los Angeles und macht sich dann mit dem Jungen auf die Reise, um seine Frau, also die Mutter des Kindes, wiederzufinden. Wo? Irgendwo in Texas, wo unser Mann vor einiger Zeit diese Familie auch verloren hatte. Aber mehr wusste ich auch wirklich nicht. Ein halbwegs vernünftiges Ende wollte mir partout nicht einfallen. So sehr ich mich auch bemühte, bis ich es schließlich aufgab. Diesen Schluss erfinden und mir auf den Finger saugen zu wollen. Ich dachte einfach an all die Orte, die mich in Texas beeindruckt hatten. Ich dachte daran, wie sehr mir Houston gefallen hatte, als eine Stadtlandschaft, in der die mannigfaltigsten Wolkenkratzer wie Pilze aus dem Boden geschossen waren, als ob man einem Haufen Architekten gesagt hätte, auf dieser Spielwiese dürft ihr euch jetzt austoben. Ich dachte an meine kindliche Begeisterung anlässlich meiner ersten Drive-in-Banking-Erfahrung in Houston. Nirgendwo auf der Welt wäre man auf diese Idee gekommen, Banken mit einer solchen Platzverschwendung anzulegen, dass man mit dem Auto hineinfahren könnte. Als eben dort, wo Raum überhaupt keine Rolle spielte. In Texas war einfach alles größer und riesenhafter als sonst wo. Meine Geschichte nahm schon Gestalt an. Ich dachte an die hoffnungsloseste Stadt, die mir je zu Gesicht gekommen war, am Golf von Mexiko gelegen, an der Grenze zu Louisiana. Port Arthur. Janis Joplin war hier zur Schule gegangen, High School. Und seitdem war in diesem Kaff nichts Bedeutendes mehr vorgefallen. Ich erinnerte mich an ein Foto, das ich in der verwahrlosten Altstadt aufgenommen hatte, von einer heruntergekommenen Bar, oder war es eine Art Peepshow, mit dem vielsagenden Namen Keyhole Club. Und da sah ich nicht nur durch ein Schlüsselloch meine Geschichte. Eine Tür hatte sich geöffnet und sie stand vor mir. Ich brauchte sie nur noch aufzuschreiben. Ich schickte Sam Shepard einen Eilbrief mit dem Gerüst dieser Geschichte, dann rief ich ihn an und beschrieb ihm minutiös jene Orte, aus denen sie sich wie ein Puzzlespiel zu einem festen Bild zusammengesetzt hatte. Er begriff sofort und fing an zu schreiben. Und was dabei herauskam, waren die erstaunlichsten Drehbuchseiten, die ich je gelesen hatte. Er schrieb unsere Geschichte einer aus den Fugen geratenen Familie, basierend auf meiner Beschreibung von aus den Fugen geratenen Orten. Meistens diktierte er mir die Szenen für den nächsten Tag spät in der Nacht am Telefon. Das war es übrigens, was man vor den Faxen tat. Ich schrieb alles auf, tippte es ab und gab die Seiten meinen Schauspielern am nächsten Morgen. Wir drehten also die zweite Hälfte unseres Films aus der genauen Kenntnis von Orten heraus. Zeit für ein Location Scouting hatten wir ohnehin nicht mehr, brauchten wir auch nicht. In unserem Fall hatten ja die Orte die Geschichte gescoutet, nicht umgekehrt. Glauben Sie jetzt bloß nicht, ich habe mir diese Beispiele aus den Fingern gesogen. Dies seien die Ausnahmen und der Rest meiner Filme gehöre nun zu den Regeln. Ich kann Ihnen versichern, sie sind noch offensichtlichere Bestätigungen meiner These. Welcher These? Ich behaupte, dass Orte Geschichten erfinden und dafür sorgen, dass sie erzählt werden. Dass Geschichten also nicht sowieso passieren und lediglich Orte brauchen, in denen sie bloß stattfinden. Noch ein gutes Wort, stattfinden. Lisbon Story, der Titel sagt es ja schon. Der Film ist die Entdeckung einer Stadt. Aber in diesem Fall
nicht über ihr Stadtbild, sondern über ihre Töne. Wer jeder war, weiß das. Wenig Städte haben ein so ausgeprägtes Tonbild wie Lissabon. Das Rattern der alten englischen Straßenbahnen, die Geräusche aus dem Hafen, das Summen der Autos auf der Brücke über den Tejo, die unzähligen Tauben, ja, die merkwürdigen Laute der portugiesischen Sprache selber, die alle ihre Vokale zu verschlucken scheint und die zu beherrschen mir nie gelungen ist, weil sie so anders klingt, als sie geschrieben aussieht. Außerdem hat Lissabon seine eigene Musik. Wie Havanna den Son, das Mississippi-Delta seine eigene Spielart des Blues oder Buenos Aires den Tango, hat Lissabon den Fado, eine Art portugiesischer Blues, eine äußerst sehnsüchtige, wehmutsvolle Musik, die eben nur hier gespielt wird. Da, wo Europa auf der Landkarte seine Nasenspitze hat, seinen westlichen Zipfel. Madre Deus, eine Gruppe aus einer Lissabonner Arbeitergegend, nach der sie sich benannt hatten, gab mir den Soundtrack zu diesem Film, bevor ich ihn überhaupt erst zu drehen angefangen hatte. Die 12 Lieder, die ich von ihnen geschenkt bekam, waren insgesamt Beschreibungen ihrer Stadt, einzelner Stadtteile, des Flusses, des Meeres. Diese Songs, damals noch unbekannt, wurden für mich zu meinem Leitfaden durch Lissabon, zu meinem Drehbuch, in Ermangelung eines solchen. Sie sehen, schon wieder, nicht nur, dass der Wenders keine Drehbücher hatte, sondern schon wieder, dass die Stadt selbst mich mit allem versorgte, was ich brauchte, um in ihr und aus ihr einen Film zu machen. Ich hatte mich nur ihrer Führung anzuvertrauen. Ähnliches hatte ich 10 Jahre früher schon erlebt, als ich den Film im Lauf der Zeit gedreht hatte. Nur, dass es hier keine Stadt, sondern ein Landstrich gewesen war, der uns seine Vorgaben gemacht hatte. Das Niemandsland an der deutsch-deutschen Grenze, das Zonenrandgebiet, wie es damals so unbarmherzig hieß. Auch ein Film ohne Drehbuch. Die Landkarte war das Buch, genauer gesagt jene Deutschlandkarten, die in den Büros aller Verleihfirmen hingen und an denen man ablesen konnte, wo es überall noch Kinos gab, manchmal nur noch eines, und wo diese schon gänzlich verschwunden waren. Der rote Faden des Films war die Zonengrenze und die Geschichte hangelte sich von Dorfkino zu Dorfkino. Ich hatte diese Reise einmal vorher alleine gemacht und diese Ortskenntnis reichte, den Film zu erzählen. Bis ans Ende der Welt, von dem Sie eben einen Ausschnitt gesehen haben. Dieser Film begann ganze 10 Jahre, bevor er überhaupt gedreht wurde. Als ich nämlich zum ersten Mal in diesen wunderschönen, uralten Kontinent hineingestolpert bin, ohne irgendwie vorbereitet zu sein auf das, was mich dort erwartete. Ich wusste nichts über die Kultur der Ureinwohner der Aborigines und schon gar nichts über ihren Ortssinn, die Traumpfade, wie das dann einmal übersetzt worden ist. Ihre ganze nomadische Existenz basiert darauf. Ihr Glaube, Religion wäre das falsche Wort, ihr Glaube ist das Land. Ihr Land nämlich und seine erzählerischen Fähigkeiten. Sie sind verpflichtet, jeder einzelne von ihnen, einen Teil dieses Landes am Leben zu erhalten, indem sie seine Geschichte am Leben halten. Das sind mythenhafte Legenden, die sich um Berge, Täler, Felsformationen oder Wasserquellen gebildet und aus diesen Landschaften Wesen gemacht haben,
die sich hier einmal auf ihren Wanderungen über die Erde niedergelassen hätten. Die Landschaft selber, die Landschaften selber wurden zu Epen, zu Erzählungen, die ausschließlich verbal weitergegeben wurden. Jeder dieser Aboriginals ist für seinen Landstrich mit seinem Leben verantwortlich. Wenn sie dessen Geschichten sterben lassen, stirbt damit auch diese Landschaft selbst und sie, die Menschen, mit ihr. Sie singen ihr Land, wie sie es nennen. Auch Homer, wenn Sie sich erinnern, sang die Odyssee, statt sie vorzulesen. Diese erste Bekanntschaft mit der Kultur der Aborigines und ihrem Umgang mit ihrem Land, wie sie Orte so auf ganz andere Weise kultivierten, das war der Ausgangspunkt für diesen Film. The End of Violence, ein anderer Film, der als Ausgangspunkt den Wunsch hatte, das Porträt einer Stadt zu zeichnen, Los Angeles. Die Stadt gab auch das Thema vor, Gewalt. Das war sozusagen ihr eigener Hauptexportartikel. Und gleichzeitig litt Los Angeles unter seinem eigenen Produkt und wusste nicht mehr, wie es mit seiner eigenen Erfindung umgehen sollte. Überall nichts als Angst vor Überfällen, alle Fenster vergittert, Sicherheitssysteme in jedem Haus, Bodyguards überall, Warnschilder, dass sofort geschossen wird vor jedem Haus, alte Frauen, die mit geladenen Pistolen in der Plastiktüte zum Supermarkt gingen, zum Selbstschutz, nicht zum Ausrauben. Nie habe ich in einer Stadt so geballt Paranoia erlebt. Dazu eine schweigende Majorität, die hispanische Bevölkerung, ohne die nichts funktioniert in dieser Stadt. Kein Haushalt, kein Swimmingpool, keine Müllabfuhr, kein Parkplatz. Aber von der man doch so tut, als gäbe es sie gar nicht. Der Hauptdarsteller, ein Filmproduzent, natürlich, der nach einem Anschlag um sein Leben fürchtet, der muss in unserer Geschichte nur Gärtner werden, um als Mexikaner in seinem eigenen Garten unsichtbar zu sein. Vielleicht ist das sogar mein bestes Beispiel heute Abend von einem Ort, der nicht nur seine eigene Bilderwelt entworfen hat, sondern den Inhalt, die Charaktere, das Klima vorgab, mir sozusagen seine eigene Autobiografie zum Verfilmen nahelegte. Oder nehmen Sie Buena Vista Social Club. Endlich mal einen Film, den einige von Ihnen gesehen haben. Ich flog nach Havanna, einer Stadt, in der ich noch nie vorher gewesen war, um dort schon am Ankunftstag anzufangen zu drehen. Ich kannte lediglich die Musik, die von diesen inzwischen weltberühmten alten Herren vorgelegt worden war, diese elektrisierende, ansteckende, ins Blut gehende Musik. Als ich dann in den folgenden Wochen Havanna immer besser kennenlernte und in dieses Universum eingetaucht war, verstand ich, was an dieser Musik so einzigartig war. Sie kam aus dieser Stadt heraus wie ihr Geruch. Sie war wie ihr Blut. Der Ort hatte sich sozusagen zu Sound destilliert, hatte in diesen Liedern eine andere Existenzform gefunden. Diese alten Männer waren in der Lage, die Geschichte ihrer Stadt und ihres Landes in so reiner und konzentrierter Form zu präsentieren, weil sie es nie verlassen hatten, wie so viele andere Musiker vorher, die nach Mexiko, Spanien, Florida entflohen waren. Was ich jetzt nicht sage, um diejenigen zu diskreditieren, die es im Land nicht ausgehalten haben. Aber um so sehr zum Ausdruck eines Ortes zu werden, zum Inbegriff all dessen, was ihn ausmacht, muss man damit durch und durch verwachsen sein. Was ich sagen will,
ihre grenzenlose Liebe zu ihrer Stadt und ihrem Land, ihr dorthin gehören und nirgendwo anders, diese unbedingte Identität mit sich und seinem Ort, was diese alten Männer mit Sicherheit auch viel Unbillen und Kummer gekostet hat. Das war gleichzeitig auch ihre Stärke, was sie über alles hinübergerettet hat. Große und bewegende Musik kommt auch nicht von ungefähr, sondern lebt auch oft von einem Ortssinn. Sie braucht Wurzeln in Geschichte und Geschichten, die sie ernähren können. Obwohl es manchmal dann gerade auch die Abwesenheit vom Ort der Sehnsucht ist, das Exil nämlich, das diese Wurzeln ebenso erhalten kann. Es gäbe keinen Blues ohne den amerikanischen Süden, ohne die Sklaverei und ohne den verlorenen Heimatkontinent Afrika, der vom Mississippi-Delta aus gesehen ungefähr so weit weg liegt wie die nächste Milchstraße. Ich könnte leicht noch ein paar andere Beispiele hinzufügen, um Ihnen zu zeigen, dass letzten Endes alle meine Filme so entstanden sind. Als Orte, die erzählt werden wollten, die den Wunsch hatten, sich mitzuteilen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die ihre Geschichten in Auftrag gaben. Diese Liste wäre nicht ehrlich, wenn ich Ihnen die Flops vorenthalten würde, die wiederum ein interessantes Licht auf meine These werfen. Es handelt sich dann nämlich um die Umkehrungen. Sie werden sehen, wie tragikomisch man enden kann, wenn der Ortssinn ausgehebelt wird und eine Geschichte, nämlich, guter deutscher Ausdruck, fehl am Platz ist. Der scharlachrote Buchstabe. Mein zweiter Film nach dem Roman von Nathaniel Hawthorne, der im Amerika des 16. Jahrhunderts spielt. Und genau da wollte ich ihn auch drehen. Wie es sich gehört, in Neuengland, genauer gesagt in Salem, Massachusetts. Ich will Ihnen die Details der grausamen Entstehungsgeschichte ersparen. Kurz, ein Teil unserer Finanzierung ging in die Brüche. Das Schicksal unserer jungen Münchner Firma, Filmverlag der Autoren, hing an einem seidenen Faden. Wir mussten dieses Projekt durchziehen und fertigstellen, koste es, was es wolle. So habe ich das Ding schließlich in Spanien drehen müssen. Alle Puritaner waren spanische Katholiken. Und mein Indianer war ein arbeitsloser Torero, dem ein Stier die Ferse zertrümmert hatte. Damit hätte man ja zur Not noch leben können. Im Film muss man oft mit schlimmeren Handicaps fertig werden. Aber was einfach nicht ging, war, wir mussten den Film in einem jener Kulissendörfer drehen, in denen damals die meisten Spaghetti-Western hergestellt wurden. Sie irren sich nämlich, wenn sie glauben, dass die in Italien gemacht worden wären. Ich weiß es aus erster Hand, die kamen aus Spanien. Den Beweis kann ich führen. Weil wir nämlich so wenig Geld hatten, blieb unsere Aufstattungsabteilung, was heißt Abteilung, es war eh nur ein Mann, blieb dem nichts anderes übrig, als die ganzen Westernfassaden schwarz zu streichen, damit sie wenigstens entfernt, ganz entfernt nach Neuengland aussehen. Mehr war nicht drin, außer der schwarzen Farbe. Und ich schwör's Ihnen, noch Jahre später, ich habe ja für die Süddeutsche geschrieben, über Spaghetti-Western, noch Jahre später habe ich Western gesehen, die aus unerfindlichen Gründen und auch von der Kritik ansonsten nicht bemerkt vor schwarzen Häusern stattfanden. Jedenfalls eine Geschichte, die an die amerikanische Ostküste gehörte, mitten in Spanien drehen zu müssen, das hat uns Denker ausgemacht. Der Film hat diese Herztransplantation nicht überlebt und brach tot zusammen. Mein letztes trauriges Beispiel, Hammett. Ein Film über den großen amerikanischen Autor, der nicht nur ein Genre erfunden hat und damit Chandler, Ross MacDonald, Mickey Spillane und viele andere beeinflusst hat, sondern auch Hemingway und Faulkner. Ein Film,
der einen Teil der Lebensgeschichte von Dashiell Hammett fiktiv nachempfinden wollte. Jene Jahre in San Francisco nämlich, in denen er sowohl noch als Pinkerton-Detektiv arbeitete, als auch schon seine ersten Kurzgeschichten schrieb. Wir drehten den Film auch in San Francisco. Alles war in Ordnung. Authentisch, richtig. Die Story fand da statt, wo sie hingehörte, war von der Stadt getragen, die ihr sozusagen auch ihre Berechtigung gab, die sie letzten Endes überhaupt erst ins Leben gerufen hatte. Das Studio, das den Film produzierte, fand meine erste Schnittfassung nicht so gut. Sie fanden sie eigentlich überhaupt nicht gut. Nicht genug Aktion, zu wenig Fiktion, zu sehr auf dem tatsächlichen Leben des Dashiell Hammett beruhend, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich den ganzen Film nochmal gedreht. Aber diesmal auf dem Studiogelände in Hollywood. Da war natürlich alles fake, alles nur noch Schein. Mehr Story war da, ja, auch mehr Aktion, klar, aber keine Seele mehr und adieu Authentizität. Meine Lektion in diesen beiden Fällen, ein Film von seinem Ursprungsort abgeschnitten, sodass seine Geschichte und die Bilder davon nicht mehr vital verbunden, sondern beliebig zusammengesetzt waren, so ein Film war zum Scheitern verursacht. Jedenfalls sehe ich die Sache so. Und habe nur Erfahrungen gemacht, auch als Zuschauer, die das wieder und wieder belegen. Ganz offensichtlich gilt meine These aber nicht für die Mehrzahl der zeitgenössischen amerikanischen Filme. Die scheren sich einen feuchten Kehricht darum, ob sie irgendwelchen Orten gerecht werden. So ein Ansinnen käme ihnen auch nicht entfernt in den Sinn. Zuallererst gilt ihre Loyalität eben der Story und verflixt nochmal, funktioniert das nicht meistens und zwar betörend? Wenn das so ist, was bedeutet das dann? Dass ich mit meiner Theorie von Orten, die ihre Geschichten transportieren, schlicht übertreibe? Ist das lediglich die Kopfgeburt eines europäischen Regisseurs, der ohnehin seine liebe Mühe hat, Geschichten geradlinig zu erzählen und der also seinen Ortssinn braucht als Sicherheitsnetz, um seine Geschichten auf die Reihe zu kriegen? Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass amerikanische Filme zunehmend diese fehlende Ortsansässigkeit mit allerlei Zutaten zu verdecken suchen. Mit immer glänzenderer Oberfläche, immer spektakuläreren Spezialeffekten, immer größeren Budgets, immer ausufernderen Sets. Das Loch, das sie permanent schaffen, füllen sie auch immer schnell auf. Mit glorreichem Blendwerk. Aber es bleibt doch irgendwie Füllmaterial. Das entgeht auch einem unkritischen Auge nicht. Ich gebe zu, ich habe ein wenig übertrieben und die Rolle von Orten als erzählenden, aktiven Elementen hervorzuheben. Das hier soll auch keine neue Filmtheorie eröffnen, sondern eben nur meine ganz persönliche eigene Art, an Filme heranzugehen und erläutern. Ich muss auch eine Klammer einfügen. Und ganz kurz einen anderen Aspekt ins Spiel bringen, der ebenso geschichtenbildend wirkt, eine andere Kraft, genauso wichtig oder von mir aus auch wichtiger als Orte. Nur ist man sich ihrer allgemein bewusster und ich will sie deswegen nur streifen. Ich rede, das ist schon ganz am Anfang angedeutet worden, von Charakteren. Geschichten entstehen ganz offensichtlich auch aus erstaunlichen Figuren, aus Menschen eben, und aus menschlicher Erfahrung. Aber auch in diesem Punkt, so wie bei den Orten, die aus dem Brennpunkt heraus in den Hintergrund gerückt worden sind, auch in diesem Punkt haben uns Filme dazu gebracht, eine falsche Idee von Menschen und von Schicksal zu akzeptieren und zunehmend auch zu glauben. Statt dass die handelnden Figuren
Herren ihres Schicksals sind, ihr Leben bestimmen können und sowohl ihre Geschichte als auch die Geschichte beeinflussen können, erzählen uns Filme, gerade amerikanische, immer mehr das Gegenteil, nämlich das völlig irrige, geradezu abartige Konzept, dass Geschichten Menschen formen, dass Story Vorrang hat vor Character. Es ist wirklich unglaublich, aber es ist uns langsam aber sicher eingebläut worden, dass die Figuren einer Geschichte eben dieser Geschichte untertan sind und nicht mehr umgekehrt. Womit jede Vorstellung, dass Menschen in der Lage wären, Veränderungen herbeizuführen, gar gesellschaftliche, den Bach runter ist. Achten Sie einmal darauf, wenn Sie den nächsten Actionfilm sehen, in welchem Maß die Menschen darin Marionetten von Events sind, welche sie in regelmäßigen Abständen durcheinanderwirbeln und vor sich hertreiben. Shakespeare würde sich vor Grauen schütteln, wenn er sähe, wie in diesen Erzählformen Menschen rein von außen bestimmt und geleitet werden. Kurz, die handelnden Figuren sowie die Orte von Geschichten werden beide zu deren Staffage, sind nicht mehr ihr Ursprung, sondern werden ihr Opfer. Die Handlung selbst bleibt auch nicht ungeschoren. Auch sie verkommt oft zur bloßen Abfolge brisanter Auktionen oder zum Anlass, Spezialeffekte aneinander zu reihen. Verstehen Sie bitte, dass ich damit weder modische Randerscheinungen kommentieren, noch eine anti-amerikanische Bildertheorie aufstellen will. Ich stelle bloß fest, wir gewöhnen uns allmählich daran, dass die Welt einseitig dargestellt wird, nämlich auf dem Kopf. Statt dass Menschen ihr Schicksal in die Hand nehmen und ihr Leben zu ihrer Geschichte machen, werden sie zum recht willenlosen Spielball von autarken, irgendwie vorhersehbaren Mustern von Geschichten, also deren Beiwerk, deren Sklaven. Wenn man das lange sieht, verinnerlicht man es und glaubt es schließlich sogar. Vielleicht hat diese Sicht also mehr Methode als bloßen Unterhaltungswert. Ich komme zurück auf meine Orte, die nun nicht mehr die Wurzeln einer Geschichte sind, die ihre Figuren nicht mehr verankern, die zu austauschbaren Locations geworden sind. Wenn ich meine Theorie bis zum bitteren Ende durchdenke, enden wir in der Tat in der Globalisierungsdiskussion, in jener Kultur nämlich, in der alles austauschbar und somit beliebig wird. Das globale Kino ist da schon längst angelangt, ist schon eine weltumspannende Macht, der alles Spezifische suspekt ist. Die audiovisuelle Industrie wäre auch wohl schon längst der weltgrößte Wirtschaftsfaktor, wenn die Rüstungsindustrie in letzter Zeit nicht nochmal nachgelegt hätte. Was unter anderem ja ein bitteres Schlaglicht auf den Krieg wirft, der zweifellos an Unterhaltungswert gewonnen hat, seit er live auf dem Fernseher zu sehen ist. Auf jeden Fall ist in diesem Umfeld Story zur beherrschenden Kraft geworden, um Bilderwelten und Fantasie in Bewegung zu setzen, auf Kosten der anderen, geschichtenformenden Kräfte wie Orte oder Charaktere. Dieser Wechsel, um nicht zu sagen Machtwechsel, der noch unmittelbarer mit Bildern zu tun hat, eben als Fotograf. Diese Ausstellung, damit Sie nicht denken, ich rede hier von ein paar Schnappschüssen oder Familienfotos, die hatte ihre Premiere im Hamburger Bahnhof in Berlin, war den Sommer über im Guggenheim in Bilbao und wandert weiter ins Guggenheim nach New York, geht dann über Los Angeles und Sydney und Gott weiß wohin nach Europa zurück. Nach der langen Ausführung, wie ich als Filmemacher zu Orten stehe, können Sie sich vielleicht vorstellen, wie ich mich fühle, wenn ich ganz allein, nur mit einer Kamera bewaffnet, vor einem Ort stehe, den aufzunehmen, ich gekommen bin. Als Fotograf
braucht man nämlich keine Hundertschaften und 20 LKWs, die hinter einem stehen. Kein Assistent muss rufen, Ruhe bitte. Es ist schon ruhig. Meistens jedenfalls. Also kann ich dort stehen und hören. Man kann nämlich eine Kamera wie ein Aufnahmegerät benutzen, welches ja nicht unbedingt Töne aufnimmt, sondern aufzeichnet, was der Ort zu sagen hat. Im Foto erzählt er seine Geschichte im beidseitigen Sinne des Wortes, als Historie und als Fiktion. Ich bin ausgesprochen zufrieden, ein Fotograf von Orten zu sein. Andere machen wunderbare Aufnahmen von Leuten. Peter Lindberg zum Beispiel, der ein unglaubliches Auge für Frauen hat. Mein Lieblingsfotograf August Sander, wie hat er Gesichter und Posen aufgenommen? Oder meine Frau Donata, da vorne sitzt sie, die ein wunderbares Gespür hat, Menschen zu sehen, wie sie sind, wenn sie ganz bei sich sind. Ich für meinen Teil könnte nicht glücklicher sein als mit meinen Subjekten. Places. Eines meiner Lieblingslieder von den Beatles geht deswegen auch so. There are places I remember all my life, though some have changed. Die nächste Zeile ist schwerer. All these places had their moments in my life. I loved them all. Places, Orte. Orte, an denen wir ein Leben lang sind. Orte, die wir nur für einen Moment aufsuchen. Orte, die wir zufällig finden oder solche, deren Name auf der Landkarte uns allein schon anzieht, die wir nie wiedersehen werden, die wir nie vergessen können. Orte, nach denen wir uns sehnen oder solche, die uns das Fürchten lehren. Orte, an denen wir uns wie zu Hause fühlen und Orte, die wir als abstoßend empfinden oder die uns mit Ehrfurcht erfüllen. Orte, von denen wir schon geträumt haben, bevor wir je dort angekommen sind. Oder Orte, in denen wir uns verloren haben. Auch Orte, die wir wiederum verloren haben. Orte machen uns zu dem, was wir sind. Sie geben uns Schutz. Sie können uns auch zerstören. So metaphorisch sie auch erscheinen mögen, Orte sind immer ganz wirklich. Du kannst daran herumgehen, kannst dich auf den Boden legen, kannst einen Stein mitnehmen oder eine Handvoll Sand. Nur den Ort selbst, den kann niemand mitnehmen. Orte gehören keinem, selbst der Kamera nicht. Und wenn wir uns ein Bild von ihnen machen, dann leihen wir uns nur die Erscheinung des Ortes für eine kleine Weile aus. Nichts als eine Oberfläche. Ich habe in Bilbao die baskische Übersetzung von Oberfläche der Erde gelernt, Lurrazalaren, was so viel heißt wie die Haut der Erde. Einige der Orte, die ich fotografiert habe, sind im Verschwinden begriffen, sind womöglich schon von der Erdoberfläche verschwunden. Sie werden nur in Fotografien überleben, oder anders gesagt, die Erinnerung an sie wird sich an die Bilder klammern müssen, die es von ihnen gibt. Andere Orte werden uns überdauern. Sie werden auch unsere Bemühungen, sie fotografisch festzuhalten, überleben. Sie werden jede Spur von uns hinter sich lassen. Wenn in Millionen von Jahren niemand mehr da sein wird, der sich auch nur im Entferntesten an uns wird erinnern können, werden einige dieser Orte das noch tun. Orte haben ein Gedächtnis. Sie erinnern sich an alles, als sei es in Stein gemeißelt, tiefer als der tiefste Ozean. Ihre Erinnerungen sind wie Wanderdünen, deren Sand vom Wind immer weitergetrieben wird. Vielleicht fotografiere ich deswegen vor allem Orte, um ihre Existenz nicht als selbstverständlich und gegeben hinzunehmen,
um an ihr Erinnerungsvermögen zu appellieren, uns nicht zu vergessen. Und wahrscheinlich mache ich deswegen auch Filme, so wie ich sie mache. Damit ich nicht vergesse und mit mir auch andere nicht, dass uns die Gabe gegeben ist, die Geschichten, die Orte uns erzählen können, zu dechiffrieren, offenzulegen und weiterzugeben. Es könnte durchaus sein, dass diese Fähigkeit im digitalen Zeitalter verloren geht. Wir sind so sehr mit der anderen Seite der Bildlichkeit involviert, sind so sicher, dass wir die Bilder beherrschen und nicht umgekehrt und wir deshalb ihre einzigen Autoren sind, dass wir leicht den Überblick verlieren. Wir halten uns so sehr für die Schöpfer unserer Welt, dass wir auch das, was wir nicht selbst geschaffen haben, als unsere Schöpfung einverleiben wollen, uns selbst eingeschlossen. Wenn man so will, könnte man die digitale Technik ja auch in folgendem Sinne verstehen, auf Bilder hinbezogen. Es ist uns damit gelungen, jedes Bild zu spalten und zu zerlegen. Wir können diese Bildatome, die Pixel sozusagen, auch beliebig wieder neu zusammensetzen. Wir sind damit sozusagen in die Atomphysik des Bildes vorgedrungen. Den Anwendungen und Manipulationen sind keine Grenzen gesetzt. Aber wie in der Anfangszeit des nuklearen Zeitalters stehen wir jetzt ein bisschen dumm herum mit unserem Wissen und wissen damit noch nichts Rechtes anzufangen. Vielleicht ist die Sache auch gefährlich. Ganz im Ernst. Noch will ich den Science-Fiction-Film sehen, der digitale Mittel und Spezialeffekte so einsetzt, dass er mich mehr überzeugt als 2001. Den Film, den Kubrick in den 60er Jahren mit rein analogen Mitteln gemacht hat, als das Wort digital noch nicht mal im Wörterbuch stand. Und noch will ich die digitalen Fotos sehen, die auch nur annähernd transportieren, was uns Paul Strand, Walker Evans, Edward Steichen, Alfred Stieglitz oder August Sander auf fotografischer Basis überliefert haben. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass die digitale Technik uns auf lange Sicht weiterbringen wird und uns Ausdrucksmöglichkeiten an die Hand legen wird, die unsere alten analogen Mittel noch weit übertreffen werden. Aber noch ist das einfach nicht so weit. In der Musik war es doch genau dasselbe. Wer hätte denn allen Ernstes damals vor 20 Jahren, als die CD als digitaler Tonträger herauskam, wer hätte allen Ernstes behaupten wollen, dass das besser klänge als die alten Vinylplatten und die LPs? Es klang cleaner, es war bequemer, kompakter, aber doch emotional völlig kümmerlich, mickrig geradezu in der Dynamik und schwach auf der Brust. Jetzt, 20 Jahre später, gibt es auch jeder zu. Inzwischen klingt die CD auch ungefähr so wie das Vinyl. Und schon steht das nächste bessere digitale Medium vor der Tür. Mit den digitalen Bildern ist es nicht unähnlich wie mit den digitalen Tönen. Alles noch im Fluss, noch in den Anfängen, aber schon mitten im Umbruch. In dieser Zwischenzeit, in dieser Übergangszeit zwischen alter und neuer Bildtechnik, auf der Schwelle zwischen dem Mittelalter des 20. Jahrhunderts und der völlig neuen Bilderepoche vor uns, darf man einmal innehalten. Kurz. Heute hält man ja nur noch kurz inne. Man darf überlegen, was riskieren wir zu verlieren? Was sollte man unbedingt in den Koffer tun, damit es in der Zukunft nicht plötzlich verloren ist? Ich empfehle also dringend den Ortssinn. Wo alles beliebig wird, sollte man das Einzige, was spezifisch bleiben kann, nicht achtlos abtun. Die Orte als ein ruhender Gegenpol im digitalen und im globalen Zeitalter
Sie sind da, sie bleiben da. Nicht nur als Bildgegenstand, sondern auch als Bildgeber, als Bildentwerfer, als Bildforderer, ich gehe so weit zu sagen, als Bildautoren. Sie bleiben auch da als Bindeglied zwischen Bildern und Geschichten. Gerade an diesem kritischen Punkt, dem Schwachpunkt unserer Kultur sozusagen, droht ja etwas in die Brüche zu gehen, drohen die Dinge selbstständig werden zu wollen, die nicht selbstständig sein sollten. Ich habe es ja ausgeführt. Geschichten sollten kein Selbstzweck sein, sich nicht selbst genügen, derart, dass sie dann andere Kräfte wie Orte oder Charaktere an den Rand drängen und überflüssig machen und uns damit den Sinn dafür verlieren lassen. Bilder haben auch immer dieselbe Tendenz, selbstständig werden zu wollen, Selbstzweck zu sein, sich gnadenlos auszubreiten und zu vermehren, auf Kosten des Wortes zum Beispiel, dessen Charme und Kunst und Macht deutlich in Vergessenheit gerät. In einem zukünftigen interdisziplinären Studiengang namens Bildwissenschaft, der vom neuen Bild der Welt handelt, plädiere ich jedenfalls für einen Vertreter des Ortssinns. Einen Anwalt der Orte, der nicht nur ihren Standpunkt verteidigt, sondern auch ihre Rechte. Wir werden sie brauchen, um nicht orientierungslos zu werden und um uns nicht tatsächlich für die Schöpfer der Welt zu halten. Danke Ihnen. Oh ja. Den Teil hatte ich vergessen. Vielen Dank, Wim Wenders, für diesen sehr poetischen Vortrag. Es war eine Poetologie des Filmemachens, aber es war auch viel Poesie in diesem Vortrag. Es war ein Plädoyer für den gegen den Verlust des Ortssinns in der globalen Welt. Aber frage ich Sie, was nützt uns denn Ortssinn, wenn die Orte immer verwechselbarer, immer austauschbarer werden? Jedes Hotel sieht gleich aus, egal auf welchem Kontinent, jeder Flughafen auch, jede Einkaufsmeile auch. Also die Filme, die unsere Wirklichkeit, unsere globalisierte Wirklichkeit spiegeln, die brauchen vielleicht gar keinen Ortssinn mehr, weil es keine verwechselbaren Orte mehr gibt. Die Filme, die da handeln, die müssen da auch handeln. Und die, wenn sie gut sind, handeln sie davon auch auf eine richtige Weise, sodass man sogar diese Orte noch glaubhaft wahrnehmen kann. Aber man muss ja nicht da drehen, in den Supermarkt. Möchte jemand Filme sehen, die in Supermärkten handeln? Soweit Filme die Wirklichkeit abhandeln, spielen sie auch in Supermärkten. Gut. Es könnte ja sein, dass der Filmregisseur Wim Wenders nicht irgendwelche Orte sucht, sondern eben genau die Orte, die noch eine Magie haben. Vielleicht sind ihre Filme Archive gegen das Vergessen von Orten auch. Irgendwie habe ich ja versucht, den Bogen zu kriegen, weil ich gebe das gerne zu. Als Fotograf und Filmemacher sucht man das, was man finden will, und man bildet das auch ständig ab. Man hat auch nicht unglaublich viele verschiedene Geschichten in sich drin. Man kann nicht jedes Jahr was erzählen, was man noch nie erzählt hat. Ich glaube, man sieht das in der Literatur ganz genauso gut wie im Kino, dass Autoren vielleicht 2, 3 Geschichten in sich drin haben, die sie immer wiederholen. Und wenn ich mir meine Filme angucke und sehe, wie sehr sie geprägt sind von Orten und auch von der Sehnsucht, dass diese Orte sich erzählen können, dann sehe ich, das ist vielleicht eine der 2 oder 3 Geschichten, die ich drauf habe.
Aber ich sehe das auch nicht als Handicap. Ich glaube, es ist besser, wenn man die eine oder die paar Geschichten, die man erzählen kann, erzählt. Und wenn man das, was man sehen will, auch sieht. Sie sprachen ganz am Ende von einem Studiengang, also von einer Schule des Sehens, die man wieder entwickeln müsste, zumindest für Leute, die Bilder produzieren, beim Fernsehen, beim Film. Wie könnte denn dieser Ortssinn wieder lebendig gemacht werden? Welche Therapie würden Sie da empfehlen? Ich glaube fast, da müssten vor allem Leute studieren, die nicht so unmittelbar Bilder produzieren. Ich glaube, da gehören auch Juristen hin, da gehören auch Architekten hin, da gehören Wirtschaftsfachleute hin. Eigentlich gehört da jeder heute hin, der eingreift mit seiner Arbeit in soziale Vorgänge. Ich glaube, dass die Bilderwelt so umgreifend geworden, dass das kein Studiengang irgendwie davon sich distanzieren kann. Ich glaube eigentlich, dass die Chance gerade die wäre, da was zu machen, was dann eben keine Fachidioten mehr betrifft, sondern wirklich überhaupt Wissenschaftler jeder Art, Künstler jeder Art, dass da Austausch jeder Art stattfindet, gerade zwischen Künstlern und Wissenschaftlern, was ja nicht mehr stattfindet. Sie haben mit Ihrem Vortrag uns ja auch sehr deutlich einen wichtigen Unterschied zwischen der amerikanischen Filmindustrie und dem europäischen Autorenfilm klar gemacht. Könnte der mangelnde Ortssinn Ihrer amerikanischen Kollegen auch an der hochindustrialisierten Arbeitsteilung liegen? In Amerika gibt es eben für alles einen Spezialisten. Einer schreibt den Plot, der zweite die Dialoge und den Location Scout schickt man auch weg. Aber Sie sind ja alles in Personalunion. Liegt es an dieser Arbeitsteilung auch, dass so wenig Aufmerksamkeit auf Orte verwandt wird? Nö, nee, auch Produzenten könnten sich ja dafür interessieren, wenn sie das für profitabel halten könnten. Aber das ist es halt irgendwo nicht. Der Ortssinn schafft keinen Profit unmittelbar. Im Gegenteil, weil wir uns ja alle daran gewöhnt haben, dass dieselben 10 Kinos, die in der ganzen Welt in denselben Ketten laufen, wirklich von Leuten gesehen werden in Australien, genauso wie in Island oder in Schwabing, ist es da schon schlau, glaube ich, zu sagen, wir lassen alle Schlacke weg, die irgendjemand irgendwo stören kann. Wir erzählen jetzt nur noch das, womit man am meisten das größte Publikum bekommt. Das ist ja sowohl eine Qualität unseres europäischen Films als auch ein Handicap. Man kann es ja nicht anders sagen. Weil Filme in diesen nationalen Industrien, in Frankreich, Italien, Deutschland, Schweden, England, gerade England, weil Filme so viel Lokalkolorit haben und wirklich in eine bestimmte Landschaft reingehören, weil Leute einen Akzent haben, weil da von Arbeitslosen geredet wird, die eben in dieser Minenstadt leben. Oder wie auch immer, ich denke gerade an Ken Loach. Aber europäische Filme sind halt sehr schnell, sehr spezifisch, weil das auch unsere europäische Kultur ist. Und die wird gerade in großem Rausch und Bausch wirklich umgewalzt und kann sich nicht richtig wehren und kann sich auch nicht richtig behaupten gegen diese ja doch sehr machtvolle Demonstration der Amerikaner, die sagen, das braucht hier alles gar nicht, all diese Details, all diese spezifischen Sachen. Filme können spielen besser irgendwo, wo man nicht weiß, wo das ist, dann stößt sich auch niemand dran. Nun ist es ja der Reichtum Europas. Wir haben viel mehr verschiedene Orte, viel mehr verschiedene Landschaften. Auch die Städte sind viel unterschiedlicher als in Amerika. Vielleicht ist das ja auch der Grund, weshalb die Amerikaner so wenig Wert auf den Ort legen. Sie haben weniger Orte, sie haben mehr Wetter als wir, aber weniger Orte. Auch Wetter haben wir allmählich auch. Ja. Sie haben wirklich weniger Orte, die sich unterscheiden.
Und wer jemals quer durch Amerika gefahren ist, hat ja wahrscheinlich diesen Kulturschock mal selbst erlebt, wie da sich nichts mehr unterscheidet. Wie es keine Zeitung mehr gibt, die anders sind als im Nachbarort. Kein Fernsehprogramm. Es ist ja, wenn man so will, kulturell eine unglaubliche Ödnis. Ja, meine Damen und Herren, selbstverständlich sollen Sie Ihre Fragen an Wim Wenders jetzt loswerden können, Ihre Anmerkungen, seien Sie kritisch oder zustimmend. Bitte sehr, es sind zwei Damen hier im Saal mit Mikrofonen und wenn Sie was sagen, bitte. Jetzt habe ich Sie nicht verstanden. Selbstverständlich. Bitte warten Sie, bis so ein Mikrofon vor Ihrer Nase ist und dann geht's los. Hier ist die erste Wortmeldung. Leider auf den oberen Rängen können wir das nicht machen, weil die Mikrofone sind eben nur hier unten. Ich hatte da eine Wortmeldung gesehen. Entschuldigung, war das ein Irrtum? Wer möchte sich äußern? Wer wagt, gewinnt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Bitte sehr. Mikrofon kommt. Oh Gott, ja gut, aber erstmal aus der Distanz finden. Ja. Nein. Also, in den letzten Film, den ich von ihm gesehen hatte, also eigentlich den Beitrag bei 10 Minutes Older, inwiefern hat er dort sozusagen auch noch die Umgebung, die Story bestimmt, das würde mich doch etwas interessieren. War das eine Frage? Ich habe nach ja, 10 Minutes Older nichts mehr verstanden. Oh. Ich habe gefragt, wie inwieweit bei Ihrem Beitrag für 10 Minutes Older, dieser Anthologie, der Ort die Story auch noch inspiriert hat. Das Thema war ja die Zeit und haben Sie das erst nach dem Thema den Ort gesucht oder hatten Sie die Idee schon einigermaßen geistig im Kopf? Ich kenne natürlich so wenig Leute, Temmins, oder das ist eine Geschichte von 10 Minuten und handelt eigentlich von einer Erfahrung, die vor 30 Jahren in München stattgefunden hat. Nur erzählen konnte ich sie nicht in München und da habe ich sie, weil es ausnahmsweise mal nicht so wichtig war, wo es stattfindet, sondern was dabei geschah, da habe ich sie an einen Ort verpflanzt, wo ich immer schon mal drehen wollte. Das ist ein Kaff in der Mojave-Wüste namens Trona. Das klingt wie Troja, aber ist mit N. Und ist einer der unglaublichsten Städte, die ich je kennengelernt habe. Und diese Geschichte, die von einer unfreiwilligen Drogenerfahrung handelt, könnte, weil die Sicht dieser Geschichte so amorph ist und sich eh alles auflöst, die durfte auch mal woanders spielen als da, wo sie stattgefunden hatte. Und da habe ich mir diesen Ort ausgesucht, wo ich immer schon mal drehen wollte. In Trona. Wo es übrigens unglaublich heiß ist. Bitte sehr, meine Damen und Herren. Trauen Sie sich. Die letzte Metro fährt hier, neben der Kamera. Geht es jetzt? Ja, also in den Reise im 19. Jahrhundert, Skandal und so weiter, bisschen näher an den Mund gibt es immer wieder diese Entdeckung, dass die Orte sozusagen nicht mehr das bieten, was erträumt wurde, dass es alles schlechter geworden ist, dass man gar nicht mehr hinreisen muss. Das geht uns natürlich, mir geht es auch so, dass ich mir denke, vor 40 Jahren in Griechenland, wie ich das erste Mal in Athen war es eben ganz anders. Diesmal war ich mit meiner Frau, vor ein paar Jahren habe ich ihr gesagt, da gehen wir gar nicht mehr aufs Parthenon hin. Es lohnt sich nicht, es ist schon alles abgeguckt. Also diese Erfahrung, glaube ich, ist in unserer Kultur sehr, sehr, sehr drin, dass die Leute das Gefühl haben,
sie kommen wohin und es ist nicht mehr da, was sie suchen. Und natürlich mit Gewalt versuchen sie es trotzdem und sie finden auch wieder was anderes vielleicht. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, es ist schon eine kulturelle Gegebenheit, die es schon lange gibt. Und es hat auch was mit Entdecker zu tun. Also unsere Kultur basiert sehr auf dem, und gerade Amerika ist eigentlich ja verrückt. Ein Beispiel, es ist ja ein Land, was irgendwann von der europäischen Kultur entdeckt wurde. Und davon ist eigentlich nur mehr wenig da. Also da ist es, diese Kultur hat diese Wurzeln eigentlich nicht mehr. Vielleicht, das wäre vielleicht eine Sache, wo Sie vielleicht jetzt eine Menge dazu sagen könnten. Ich glaube durchaus, dass das was ist, was Leuten schon vor 100 oder 150 Jahren aufgefallen ist. Ich finde es auch bezeichnend, dass das kein Philosoph gesagt hat, zum ersten Mal deutlich, sondern ein Maler. Die Dinge verschwinden, man muss sich beeilen, wenn man sie sehen will. Ich finde es bezeichnend, dass das von einem Maler so gesagt worden ist, weil der es vielleicht noch mehr am eigenen Leib gespürt hat als andere Leute. Zu einer Zeit, wo es auch noch keine Filme gab, klar. Ich glaube, dass die Traurigkeit, das, was schon sozusagen weg ist oder schon abgenudelt ist oder von 1000 Fotos, die da gemacht worden sind, von dem Tempel da oder Gott weiß was, dass man gar nicht mehr hingucken mag, weil es weggeguckt worden ist. Ich glaube, das ist eine Müdigkeit, der wir alle erliegen. Da kann man auch wenig gegen machen, glaube ich. Man darf nur, glaube ich, nicht nostalgisch werden und jetzt sagen, ist alles scheiße. Ich brauche ja nirgendwo mehr hinzureisen. Ich glaube, dass man gerade an Orten, die nichts mehr zu bieten haben, sozusagen am meisten sehen kann. Vielleicht muss man dahin reisen, wo noch nicht so viel wegfotografiert worden ist. Vielleicht muss man demnächst in Minenstädte reisen oder weiß nicht. Gibt es solche Orte überhaupt noch? Gibt es solche Orte überhaupt nicht? Es sind ja die Medien, die die Welt sozusagen verbrauchen, die Orte verbrauchen. Im Monument Valley, Sie nannten die Filme von John Ford, könnte ja niemand mehr einen Wildwestfilm drehen. Aber auch alle anderen Orte im Wilden Westen haben die deutschen Reiseveranstalter fest im Griff. Ja. Also geht man doch, wenn man jetzt weiterdenkt, sagt man, dann ist die Blue Screen gar nicht die schlechteste Möglichkeit. Da kann ich mir noch eine neue Landschaft erfinden. Ich glaube, Sie sollten nach Amerika gehen. Produzent werden. Ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich kann man dann auf dem Blue Screen sich die Landschaft auch selbst bauen. Zum Teil malen, man kann ja das alles digital wunderbar hinkriegen. Ich habe es ja ein bisschen erzählt, man kann ein bisschen die Pixel hinein alles verändern und wenn die Orte nicht mehr da sind, dann macht man sie sich halt. Nur hat man echt was verloren dabei. Man hat ein Stück Handgreiflichkeit und ein Stück erster Handerfahrung verloren, die man noch hätte machen können, wenn man das halt nicht vor Bluescreen, sondern tatsächlich, wenn man sich die Mühe gemacht hätte, in dieses Kaff zu fahren, Gott weiß wo, wo es vielleicht kein gutes Hotel gibt, das ist ja für diese Filmmenschen auch immer interessant, und kein gutes Restaurant, sondern wo man sich vielleicht irgendwie anders hätte durchschlagen müssen, so wie es ja zum Beispiel Werner Herzog tut. Der dreht ja in Gegenden, wo die Amerikaner nicht hinfahren würden. Die machen das dann da mit Bluescreen, genau. Aber es ist auch ein Europäer. Ja, bitte sehr, hier sind zwei Wortmeldungen. Wunderbar. Vielleicht erst die Dame. Augenblick, warten Mikro, Sie Mikro, bitte Mikro. Auf das Mikro. Jetzt. Danke.
Wir können Sie nicht verstehen ohne Mikrofon. Ach so, das soll ich nicht. Ja, also ich möchte sagen, dass man nicht so pessimistisch sein soll. Ja. Und ich glaube, auf der ganzen Welt, es ist noch genügend Platz, sowohl für ganz junge Digital-Spezialisten und für Autorenfilme. Und es gibt ganz viele. Und denn auch du wirst noch mal einen ganz tollen Film machen. Also ich fand das alles ein bisschen pessimistisch. Und das ist ja nicht schade, weil pessimistisch wollte ich gar nicht sein. Ja, vielleicht habe es nur ich so empfunden. Also, aber ich denke, wenn... Ja, also wenn du es nicht so gemeint hast, dann... Also zum Beispiel habe ich gerade einen wunderschönen Film gesehen, der wurde in Paderborn gedreht. Eben. Da ist noch nie ein Film gemacht worden. Kommt sofort, Entschuldigung. Ah, kommt sofort. Hä? Ich glaube, dass Paderborn exotischer ist als der Wilde Westen. Er ist dann in Hof zu sehen. Jimmy, kannst du mir nicht helfen? Ist einer von den beiden radikalen Digitalen. Halbe Miete. Halbe Miete. Ach genau. Nee, halbe Miete ist es ja nicht. Was? Nein, auch nicht. Halbe aber Treppe halbe ist ja schon raus. Okay, ich komme gleich drauf. Bitte gleich der Herr hinter Ihnen. Bitte, wie Sie diesen Film vorgeführt haben, habe ich an die Farbigkeit der Hopi-Indios denken müssen, an ihre Tänze. Die sind also weithin fast identisch mit diesen schönen Bildern. Und die Hopis haben in Arizona haben eine ganz starke Verbindung zum Örtlichen, zu dem Ort, wo sie leben. Und in ihrer eigenen Wiedergabe kommen sie eigentlich ursprünglich aus dem Pazifik, wie dort die Inseln versunken sind, sind sie auf hochsteigende Südamerika, wo auf 3000 Meter Höhe jetzt Hafenanlage sind, das stimmt, in den Anden, und sind dann über Yucatan hoch und sie haben sich den ganzen nordamerikanischen Kontinent erwandert, bis sie dann dort an diesen Mesa-Bergen geblieben sind. Und die haben diese Botschaft, wo wir heute draufgekommen sind, diese Einheit mit der Natur, mit dem größeren Frieden, der sich daraus ergibt, und eine gute Einfühlung in die Ortslebendigkeit. Und ich wollte das einfach, es war einfach da, es könnte sich als Bild anbieten und vielleicht auch eine wunderschöne Geschichte daraus ergeben. Ja, das stimmt. Man kann viele wunderschöne Geschichten erzählen. Und manchmal, und jetzt fällt es mir eigentlich auch ein, was ich eben sagen wollte, manchmal ist es auch besser, wenn es nicht die außerordentlichen Orte sind, sondern die gewöhnlichen und die Vorstädte und die banalen Orte, die manchmal heute vielleicht erzählenswerter sind. Bitte sehr. Ich habe noch eine Frage, was Sie beabsichtigen wollen mit Ihren Filmen, ob Sie jetzt inspirieren wollen, zu suchen, also auf die Suche zu gehen nach Orten, ob Sie uns einfach nur Orte erzählen wollen, dass es sie auch wirklich gibt, oder ob sie uns, also ich denke mal, vielleicht ist auch eine Faulheit unserer Seite einfach, dass man sagt, wir gehen ins Kino, das liegt 5 Minuten um die Ecke, da sehen wir schöne Orte, schöne Geschichten, und jetzt dort die wahre Geschichte oder einfach die Orte im Film auch schöner sind als jetzt in Wirklichkeit, wenn wir sie wieder sehen. Will Ihr Nachbar auch noch was sagen? Oder das? Ja, das ist nochmal eine andere Frage. Ne? Schließen Sie sie gleich an, bitte. Ja, okay. Ich wollte fragen, ob es nur möglich ist, in einem Film entweder die Geschichte oder den Ort erzählen zu lassen. Kann man denn nicht beide gleich gut oder gleich stark erzählen lassen? Das sage ich doch gerade. In dem Moment, wo sowas wie Geschichte nicht mehr das Primat hat, ist es ja wunderbar. Ich finde ja Geschichte, es gibt ja gar nichts Schöneres als Geschichten. Nur wenn man Geschichten zu, ich hätte ja viel weiter gehen können, wenn man Geschichten zu reinen Mustern macht, zu Vorlagen, zu Rezepten und genau so, zu sowas verkommen ja heute Geschichten. Das Erzählen, es gibt ja überhaupt nichts Schöneres. Und frei rauszuerzählen. Aber
Geschichten, so wie sie heute erzählt werden, im zeitgenössischen Kino zum großen Teil, vor allem im amerikanischen, sind ja gar keine mehr. Da wird gar nicht mehr erzählt. Da werden vorhergegebene Muster von Geschichten, die schon 10-mal, 100-mal gemacht worden sind, nochmal gemacht. Rezepte werden verwertet. Und das lässt auch keine Orte mehr zu, die nämlich frei auserzählen würden. Ich bin einer, der wahnsinnig gerne ins Kino geht, sofort abschaltet und rausgeht, wenn ich merke, da ist überhaupt keine Geschichte, die abläuft. Da sehe ich jetzt zum 168. Mal dieselbe Formel. Will ich nicht mehr sehen, kann ich nicht mehr sehen, ist meine Zeit zu schade. Und jeder noch so billige kleine Film, der wirklich was erzählt, auf Teufel komm raus, da bleibe ich drin und den verteidige ich bis auf die Knochen, auf die Haut. Ich finde ja gerade, dass das Erzählen wieder erfunden werden müsste, aber es geht nur aus Charakteren raus, es geht aus Orten raus und nicht aus Formeln und schon gar nicht aus Spezialeffekten, die nämlich weder Geschichten noch Orte noch Charaktere zulassen. Wird dir aufgefallen sein, du gehst aus dem Actionfilm raus, aus den meisten, und stellst fest, es ist mir nichts erzählt worden. Da waren gar keine Geschichte, die haben nur so getan. Und dagegen wehre ich mich. Und da finde ich, dass Orte wirklich ein gewichtiges Wort mitzusprechen haben, um originär neu zu erzählen. Die nächste Wortmeldung war die Dame etwa auf der Höhe der Kameras. Vielleicht kann man da mal ein Mikrofon hinbringen. Ja. Die erste Frage hatten Sie noch nicht ganz beantwortet, das stimmt. Habe ich es nicht doch irgendwie gesagt? Irgendwie schon. Was ich denn dann erzählen will, ja? Mit diesem Film. Ich glaube, ich möchte es mal ein bisschen allgemeiner beantworten. Es gibt ja Filme, da geht man raus und hat eine völlige Matschheit vor sich. Du gehst raus, du hast zu nichts Lust, du willst nichts machen, du weißt überhaupt nicht mehr, wer du bist und wozu du auf der Welt bist. Und dann gibt es andere Filme, das können auch große Schinken sein. Gibt es auch. Gibt es andere Filme, da kommst du raus und es ist alles möglich und alles macht Lust und du hast tausend Ideen im Kopf und du willst, du bist so stark. Und meine Theorie dazu ist folgende. Ich bin ja noch in einer Kultur aufgewachsen, wo man gelesen hat. Ich habe als Kind, ich war 7, als ich meinen ersten Film gesehen habe, ich habe als 4-Jähriger angefangen zu lesen. Ich konnte lesen, bevor ich in die Schule ging und habe jeden Tag ein Buch gelesen. Und das Tolle an Lesen und Geschichten war, jede Nacht habe ich unter der Decke ein neues Buch gelesen. Karl Mays hatte ich in einem halben Jahr alle durch, dann gab es keine mehr und davon gibt es viele. Das Tolle an Geschichten war, man konnte da lesen, Zeile für Zeile, und als kleiner Junge habe ich schon begriffen, ich war derjenige, der die Geschichten zu Ende erzählt hat, dadurch, dass ich alles, was zwischen den Zeilen stand, selbst dazu tun musste. Lesen, Geschichten lesen, da bist du unheimlich gefordert. Du musst selbst die Hälfte dazugeben, um das zu vervollständigen. Und als ich angefangen habe, bin ins Kino zu gehen, auch als Junge, fand ich das mit Filmen mal ganz genauso. Da gab es
was man da filmt, ob man dazu ein Gefühl hat, ob man davor eine Achtung hat, ist, glaube ich, etwas, was jeder, der das sieht, auch wiedererkennen kann. Ich glaube, dass die Haltung dessen, der fotografiert oder filmt, erkennbar ist in dem, was der Zuschauer hinterher sehen kann. Und insofern ist nicht automatisch das Aufstellen einer Kamera ein feindlicher Akt, in dem man etwas mitzerstört. Es kann das Ganze ganz im Gegenteil sein. Man kann helfen, etwas zu bewahren, aufzuheben oder auch zu retten. Ein Mikrofon bitte dem Herrn mit der dunklen Weste. Ja, so eine Situation macht für mich eigentlich eher Herzinfarkt, aber erstens mal danke, weil der Vortrag war extrem konsequent. Also der blieb danke dran. Es bleibt trotzdem noch eine kleine Frage für mich. Utopie als Ortlosigkeit oder Utopie als Ort der Freiheit? Vielleicht ist da eben das so schwierig festzumachen, weil der Ort kann ja auch Unfreiheit sein, Gebundenheit. Vielleicht ist so ein großes Streben aus der Gebundenheit heraus in die Ortlosigkeit, eben utopisch, einfach nur utopisch sein zu wollen. Oder eben Ort, vielleicht gibt es da eben einen Unterschied, einfach nur utopisch oder utopisch als Ort der Freiheit. Was sagen Sie dazu? Ich finde es ein bisschen abstrakt und bin ja der Meinung, dass man all diese Begriffe, der Ort, die Geschichte, die Bilder, dass man es alles nicht so voneinander trennen kann. Und dass, wenn ich heute von Orten gesprochen habe, ich ja immer in Bezug auf Bilder gesprochen habe oder auf Geschichten. Und tja, ich meine, es ist halt tatsächlich ein Kosmos von Fragen, der aufgeworfen ist, in dem Moment, in dem man sich auf dieses Gelände begibt. Und im Grunde hätte ich 50 andere Sachen ausarbeiten können, die andere Bereiche dieser Frage, dieses ganzen Zusammenhangs von Identität und Bildern, Orten, Wahrnehmung, das ist, ich weiß gar nicht, wo man, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, irgendwo anzufangen und irgendwo aufzuhören. Und Utopie, kann ich da nur sagen, ist für mich auf jeden Fall etwas, wo weder Orte alleine stehen, noch Bilder alleine stehen, noch Bilder von Orten. Utopie ist für mich, und deswegen wollte ich diesen einen Film ausnehmen zeigen, Utopie ist für mich etwas, was ich hoffe auch in Zukunft nicht anders funktioniert, als dadurch, dass viele Freiheitsmöglichkeiten im Zusammenspiel sich ergänzen. Und zum Beispiel das Wort, da haben wir gar nicht drüber geredet heute, ich habe es nur in einem kurzen Filmausschnitt ein bisschen gezeigt, das Wort, was ja immer mehr aus unserer täglichen Praxis verschwindet, das Lesen, die Wichtigkeit des Wortes. Das Wort ist für mich eine, was auch in der Zukunft zu jeder Utopie dazugehört. Ich kann mir keine Utopie vorstellen, in der es nur noch Bilder gibt. Da ist für mich jede Utopie zu Ende. Ganz im Gegenteil. Es ist jetzt sehr abstrakt, aber auch die Orte, und das wäre der nächste Vortrag, die Beziehung zwischen Orten und der Beschreibung und den Worten, könnte man auch ewig drüber reden. Und eigentlich ist für mich eine Utopie nur da, wo alles zusammenkommt. In einem ganz freien Spielfeld von Geschichten erzählen, Identität herstellen, wahrnehmen, Orten. Ach, wir können bis morgen früh jetzt weitermachen. Herzlichen Dank, Herr Wenders. Herzlichen Dank. Wir werden alle, nicht nur Ihre Filme, sondern alle Filme überhaupt, mit etwas anderen Augen sehen in Zukunft. Und da die Technik jetzt schon Feierabend macht,
da die Technik jetzt schon Feierabend macht, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als der Technik zu folgen. So ist es ja auch beim Kino. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Abend.